mein Name ist Tadjo Müller. Ich bin hier in der Rosa-Luxemburg-Stiftung Referent für Klimagerechtigkeit und Energiedemokratie. Und rechts von mir ist Steffen Kühne, ist Referent für Nachhaltigkeit und sozial-ökologischen Umbau und Hans Thie, Wirtschaftsreferent für die Linksfraktion im Bundestag. Ich entschuldige mich jetzt einmal für die farbliche und geschlechtliche Zusammensetzung des Panels. War jetzt auf die Kürze der Zeit nicht mehr ganz zu verändern, aber vielleicht können wir trotzdem eine gute Debatte haben. Wir haben uns das so vorgestellt, dass ich anfange mit einem Input von maximal 10 Minuten zum Thema, warum Wachstumskritik eigentlich eine Riesenchance für eine kapitalismuskritische oder gar antikapitalistische Linke ist. Dann kommt danach Steffen, der so ein bisschen darstellen wird, warum es halt auch doch mit der Wachstumskritik nicht ganz so leicht ist für eine Linke. Also ja, Riesenchance, aber halt auch ein Problem aus gegebenem historischem Anlass, den Steffen noch genauer erläutern wird. Und dann wird Hans das noch kommentieren und hoffentlich nur mit ein paar guten Vorschlägen, wie wir aus diesem Dilemma rauskommen, das Steffen und ich aufmachen werden. Hans hat kein Schild, weil er eben relativ kurzfristig dazugeschaltet wurde, aber er hat ein Heiligenbildchen, er hat eine Ikone vor sich hingestellt, das neue Naomi Klein Buch, Praise Be Upon Her. Genau, Hans hat kein Schild, hoffentlich erkennt ihr ihn trotzdem und er ist in Hans Thie. T-H-I. Hans Thie. Relativ wortgewaltig, wird euch auf jeden Fall auch in Erinnerung bleiben ohne Schild, kann ich jetzt schon mal sagen. Und genau, ich kann euch ja nicht nur in diesem Workshop willkommen heißen, sondern auch in dem, was man heute Anthropozän nennt, willkommen, also nicht nur in der Wachstumskritik, sondern im Zeitalter, in dem die kapitalistisch hochgetunte Menschheit der stärkste geologische Transformationsfaktor ist, um kurz die Relevanz dessen zu erläutern. All das, was wir grob als menschliche Zivilisation betrachten, entstand in den letzten, sagen wir mal, 10.000 bis 12.000 Jahren in einer Periode unüblicher klimatischer Stabilität, die man gängigerweise das Holozän nennt. Das Holozän war eine Periode, wo der sozusagen klimatische Durchschnittswert nicht um mehr als 2 Grad vom Mittelwert abwich. Diese Periode unüblicher klimatischer Stabilität erlaubte für die Entstehung sesshafter Landwirtschaft. Sesshafte Landwirtschaft hat man große Ansiedlungen Städte und dann Entwicklung des Kapitalismus und so weiter. All das, was wir historisch kennen, fand in diesem Holozän statt, alle menschliche Entwicklung. Das Anthropozän ist interessanterweise eine Periode der Menschheitsgeschichte, in der wir uns nicht mehr sicher sein können, dass es ein relativ stabiles Klima gibt. Aufgrund unserer sozusagen vor allem ökonomischen Aktivitäten auch der letzten 300 bis 500 Jahre sieht es mittlerweile so aus, dass das Klimasystem innerhalb dieses Jahrhunderts möglicherweise von einem stabilen in einen instabilen Zustand umkippen würde. Ein instabiles Klima würde bedeuten, dass man eigentlich gar keine sesshafte Landwirtschaft mehr betreiben kann, weil man nicht mehr weiß, ob es jetzt wirklich im Sommer regnet oder heiß ist oder nicht, wie man das vorher wusste. Wenn es keine sesshafte Landwirtschaft mehr gibt, dann wissen wir auch nicht, wie die 7 bis 9 Milliarden Leute irgendwie nochmal zu versorgen sind. Die Ressourcenkonflikte und Migrationskonflikte, die darum entstehen würden, kann man sich kaum vorstellen, angesichts auch der Geschichten, die wir gerade im Mittelmeer kennen. Also das Anthropozän ist eine Phase, in der es eigentlich ziemlich knallen könnte. Es ist auch nicht so, dass das einzige Problem der Klimawandel ist. Wir rotten in den letzten paar Jahrhunderten auch Pflanzen- und Tierarten mit einer Geschwindigkeit aus, die üblicherweise für massive Meteoriteneinschläge oder gigantische Vulkanausbrüche reserviert ist. Der Biodiversitätsverlust, den wir damit produzieren, wird heute auch schon als die Sixth Great Extinction, die 6. große Ausrottung, bezeichnet. Da sind wir voll am Start und involviert mit. Man kann also sagen, dass momentan die Frage dasteht, ob menschliche Zivilisation, so wie wir sie uns vorstellen, eigentlich in den nächsten paar Jahrhunderten noch möglich ist. Und der Grund für all das ist das Wachstum. Die Variable, die am besten erklärt, wieso so viel CO2 und andere CO2-Äquivalente wie Methan in der Atmosphäre sind, das ist das wirtschaftliche Wachstum. Die Variable, die am besten erklärt, wie und warum und wo wir ganz schnell Tier- und Pflanzenarten ausrotten, ist das Wachstum. Das ist immer die stabilste empirische Beziehung. Das heißt, wahnsinnige Probleme, wir stehen als sozusagen globale Gesellschaften
vor dem möglichen Ende der Art und Weise, wie wir uns Gesellschaft vorgestellt haben. Ich stelle es jetzt alles in sehr dramatischen Begriffen dar, aber in der Klimawissenschaft sind diese Begriffe heute akzeptiert. Also die Idee, dass ich das Klima von einem instabilen, in einen instabilen Zustand umkippen könnte, das ist unter Klimawissenschaftlerinnen akzeptiert. Und Leute, die sich mit Geologie beschäftigen, haben diesen Begriff Anthropozän genau dafür geprägt. Jetzt sind wir als kapitalistisch hochgetünte Menschheit der stärkste Veränderungsfaktor, deswegen müssen wir uns damit auseinandersetzen. Der nächste Punkt, den ich machen will, ist, dass diese Situation eigentlich eine Riesenchance für Linke darstellt. Das haben wir bestimmt alle schon mal erlebt. Wir stehen mit irgendwelchen konservativen Familienmitgliedern rum und wollen denen die marxische Arbeitswertlehre erklären und sagen, dass der Kapitalismus Blödsinn ist, weil damit Arbeitskraft immer ausgebeutet wird. Und dann machen wir ganz komplexe Erklärungen von GWG' und versuchen zu erklären, wie Mehrwert geschaffen wird. Und das ist alles total kompliziert. Ich finde diese Art von Kapitalismuskritik immer wieder schwierig bei Leuten anzubringen, die nicht immer schon Antikapitalistinnen sind. Aber der Satz, auf einem endlichen Planeten kann es kein unendliches Wachstum geben, der ist total offensichtlich. Dem kann man eigentlich formell gar nicht widersprechen. Und mit dem kommt man auch bis weit in die bürgerliche Mitte in eine Situation, wo man eigentlich Kapitalismuskritik betreiben kann. Jetzt ist es zwar nicht so, dass alle Wachstumskritik auch gleich Kapitalismuskritik ist. Es gibt viele Wachstumskritikerinnen und Kritiker, Harald Welzer zum Beispiel oder Angelika Zahnt und Irmi Seidel, die früher beim BUND waren, die sagen, Moment, der Grund für diese wahnsinnige Wachstumsdynamik, die uns in diese Klimawandel-, Biodiversitätsverlust-Probleme reingetrieben hat, der Grund für diese Wachstumsdynamik liegt in den sogenannten mentalen Infrastrukturen, dass wir uns irgendwie überlegt haben, jetzt müssen wir ständig wachsen und weil wir uns das die letzten 150 Jahre überlegt haben, müssen wir uns auch die nächsten 150 Jahre so bleiben. Andere sagen, der Grund für den Wachstumszwang liegt im dauernden Wachstum des Staatshaushaltes, unser Steuersystem, unsere Sozialsysteme. Die sind eigentlich auf Wachstum ausgelegt, die funktionieren nicht, wenn es kein Wachstum gibt. Aber was diese Wachstumskritikerinnen nicht erklären, ist eigentlich, wo ursprünglich dieser Wachstumszwang herkommt. Und da haben wir dann sozusagen als antikapitalistische Wachstumskritikerinnen und Kritiker eigentlich einen recht einfachen Zugang. Der ursprüngliche Grund, also diese, ich bin immer mit Visualisierung so ein bisschen schlecht, aber es gibt ja diese schöne Hockeystick-Grafik, also wo man irgendwie so allerlei Umweltzerstörungen drauf abbilden kann. Ob es jetzt der Anstieg von Treibhausgasen in der Atmosphäre ist oder das Erwärmen der Meere oder eben der Biodiversitätsverlust. All dieser Kram, der läuft ungefähr so. Von hier ist 1750, hier ist irgendwie so, sagen wir mal, 1750 geht es zuerst hoch. Das ist Anfang der Industrialisierung in England. Das ist der erste Inflexionspunkt der Kurve. Und der zweite Inflexionspunkt der Kurve ist zwischen 1930 und 1950, als der globale Kapitalismus so eine Art Radikalisierung durch die Massenproduktion im Fordismus erlebte. Und das heißt sozusagen, wir können immer den Wachstumszwang historisch auf den Kapitalismus und seine Entwicklung zurückführen und wir können es auch theoretisch erklären. Der Wachstumszwang liegt eigentlich im mikroökonomischen Zwang, dem jedes Unternehmen unterliegt, heute das Geld, was gestern gemacht wurde, so zu investieren, dass am Abend mehr Geld da ist. Dieser Prozess, für Marxistinnen unter GWG' gefasst, hat immer bedeutet, dass mehr Ressourcen, mehr Rohmaterialien, mehr Energie verbraucht wurde, um Waren zu produzieren. Wir können also sagen, das Wachstumsproblem ist historisch auf den Kapitalismus zurückzuführen und gegen diejenigen Prophetinnen und Propheten des grünen Wachstums, die sagen, ja, das mag ja alles historisch so der Fall gewesen sein. Aber wir können es jetzt ändern, wir können das Wachstum vom Ressourcenverbrauch entkoppeln, das ist das magische Zauberwort. Und wir können grünes Wachstum anfangen. Dem kann man sagen, dass es erstens mal in der Geschichte des Kapitalismus nie so war, dass Effizienzgewinne zu weniger Ressourcenverbrauch geführt haben. Effizienzgewinne haben immer zu massiven Ausweitungen der Produktion geführt. Außerdem gibt es ja noch den sogenannten schönen Rebound-Effekt, das ist ein bisschen mikroökonomischer betrachtet, der sagt im Endeffekt, dass wenn man in einer Wachstums- oder Marktwirtschaft durch Effizienzgewinne weniger Ressourcen verbraucht, dann spart man ja Geld. Ist ja klar, dann kann man sozusagen denselben Effekt mit weniger Ressourcen produzieren, also weniger Geld ausgeben. Dieses Geld wird ja nicht in die Matratze gestopft oder in den Socken. Das gesparte Geld wird wieder in die Produktion von Waren und Dienstleistungen investiert, die Wachstumsspirale weitertreiben. Das heißt, wir können zusammenfassen, auf einem endlichen Planeten kann unendliches Wachstum geben. Zweitens, mit diesem Wachstumszwang der letzten 300 Jahre plus minus haben wir bestimmte planetarische Grenzen erreicht, vor allem Biodiversität und die des Klimasystems. Drittens, Kapitalismus beruht auf, ist quasi unendliches Wachstum. Viertens,
Das Problem kann auch nicht innerhalb eines kapitalistischen Systems gelöst werden, weil es ein grünes kapitalistisches Wachstum nicht gibt. Ergo ist Wachstumskritik gleich Kapitalismuskritik. Und damit komme ich zum Anfang zurück. All diese Probleme, die sich im Anthropozän nicht nur sozusagen den Leuten darstellen, die Klimaberichte lesen, sondern allen, die ein bisschen in die Nachrichten schauen und sich anschauen, was es für Konflikte, Ressourcenkonflikte gibt, Umwelt- und Migrationskonflikte. All die Probleme, die da formuliert werden, die können über die Wachstumskritik in eine Kapitalismuskritik umgewandelt werden. Und darin liegt für eine kapitalismuskritische Linke die Chance der Wachstumskritik. Vielen Dank. Danke, Tadjo. Er hat am Anfang ja eingeführt, dass wir hier zu dritt sitzen, obwohl es eigentlich unseren eigenen Standards nicht so ganz entsprechen würde, mit drei sozusagen auch noch weißen und irgendwie ähnlich gekleideten Männern hier sozusagen ein Podium zu machen. Es soll gar kein Podium sein. Die Idee war, einen Workshop zu machen. Wir sind auch, wir haben ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass die Resonanz so groß ist. Ich habe gesehen, uns hat hier sozusagen das Panel von nebenan, da geht es, glaube ich, um die Produktionsbedingungen und bedürfnisorientiertes Wirtschaften. Das wäre eigentlich genau die Debatte gewesen, die wir hätten mit reinführen wollen. Aber es ist gut so. Wir haben vielleicht als erste Frage zu stellen, warum denkt jetzt die Rosa-Luxemburg-Stiftung, dass sie das Thema Wachstum hier diskutieren möchte? Man kann in Klammern dazu setzen, es war gar nicht so selbstverständlich, dass das Thema hier gesetzt wird. Also da gab es auch nicht nur Begeisterung, als wir gesagt haben, wir machen das hier auf oder würden das gerne diskutieren. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass wir als Stiftung uns des Öfteren mit Fragen auseinandersetzen müssen oder können, je nachdem, wie man es sehen möchte, bei denen die Partei Die Linke, sage ich mal, deutlich vorsichtiger ist. Das hat zum einen damit zu tun, dass bestimmte Fragestellungen, in denen sich so ein Parteiprojekt selbst nicht einig ist, oft nicht unbedingt nach außen getragen werden sollen, weil es sozusagen der in Masse vorhandenen Gegnerinnen und Gegnerschaft sehr einfach gemacht wird, die Linke daran hochzuziehen. Das heißt, man sucht sich einfach zwei verschiedene Meinungen und stellt dann da, die Linke ist mal wieder zerstritten, die Linke hat kein Konzept, die Linke hat keine entschiedene Meinung. Gleichzeitig haben wir das Gefühl, dass es in der Bevölkerung und gerade in der linken und interessierten Bevölkerung sehr viele Fragen gibt, auch Fragen an eine linke Politik zu diesem Thema. Und dass wir das Gefühl haben, man kann das sehr gut diskutieren. Immer dann, wenn bestimmte Felder kontrovers sind, das ist ja auch in so einem Parteiprojekt so, kann es dazu führen, dass die öffentlich gar nicht so richtig diskutiert werden. Es wird ja immer gesagt, man schreibt Programme, um Sachen zu klären und hat es dann gelöst. Wenn man das Parteiprogramm der Linken mal aufs Thema Wachstum abklopft, wir haben das in Vorbereitung hier mal getan, dann wird man finden, dass es sozusagen eine Mischung ist aus Formelkompromissen, Auslassung und auch offenem Widerspruch. Also wer das mal googelt im Programm, also vielleicht habt ihr ja schon mal reingeschaut, das Programm der Linken hat, wenn man es als Doc-Dokument öffnet, etwa 60 Seiten. Der Begriff Wachstum taucht darin ein gutes Dutzend Mal auf. Also 15 Mal findet man den Begriff. Darauf komme ich vielleicht im Detail gleich nochmal, wenn ich versuche mal darzustellen, wo ich sozusagen die Bandbreite der Diskussion sehe. Was uns auffällt als Stiftung, die damit konfrontiert wird von außen und diese Anforderung auch annimmt, also vielleicht haben einige im vergangenen Jahr die recht große Konferenz in Leipzig mitbekommen, Degrowth, also sozusagen, das ist ein englischer Begriff, auch in anderen Sprachen, vor allem im südeuropäischen Raum geprägt, für eine Bewegung, die nicht nur sagt, sie ist wachstumskritisch, sondern die für sich schon geklärt hat, dass Wachstum an sich etwas ist, das überwunden gehört, die sozusagen sich eigentlich für eine Art sogar ein Rückdrehen, also ein Entwachsen aussprechen für eine Art Schrumpfung. Also ein recht weitgehender und recht radikaler Schritt, zumindest in der deutschen Debatte, wo es kaum relevante Akteure gibt, also was Größenordnung angeht, die sagen, Wachstum an sich ist ein grundsätzliches Problem und muss bekämpft werden. Und hat Tadjo gerade Fragen aufgeworfen und Problematiken gezeigt, denen würden jetzt, also zumindest in der Darstellung, welches Problem haben wir als Gemeinwesen, das versuchen muss, Zukunftsfragen solidarisch zu klären, auf das wir Antworten bräuchten. Und sozusagen an der Zerstörung des Weltklimas, an dem Rückgang der Biodiversität und anderen planetarischen Grenzen, würde ich vorschlagen, müssen wir heute hier nicht lang diskutieren. Also wir heißen sicherlich auch alle Klimaskeptikerinnen und Skeptiker hier willkommen. Wir würden vorschlagen, diese Debatte hier nicht zu führen, sondern dass wir vielleicht mal miteinander davon ausgehen, es gibt grundsätzliche Fragen, sozusagen eine ökologische Krise, die gesamtgesellschaftlich gelöst werden muss, für die es in der gesamten Bevölkerung eine gestiegene, deutlich gestiegene Sensibilität gibt und auch durchaus in den Zielgruppen der Linken,
einen wachsenden Anteil, vor allem unter jungen, interessierten politischen Menschen, die sagen, was sagt die Linke zur ökologischen Krise? Wir glauben, dass eine Antwort schon auch darin bestehen sollte, Wachstum zu diskutieren. Und nun sagen wir als Rosa-Luxemburg-Stiftung in der Regel nicht, dass wir eine bestimmte Position haben. Das würde sozusagen dem Selbstverständnis nicht entsprechen, ist auch nicht der Charakter politischer Bildung. Sondern wir sagen, wir versuchen Räume zu schaffen, in denen wir verschiedene Linke, auch darüber hinausgehende Positionen versuchen, in den fruchtbaren Debattenstrang einzubinden. Unser Gefühl ist, dass die Diskussion ums Wachstum generell in der Linken nicht geführt wird. Also eines der großen Dilemmata ist, wir reden mal wieder nicht drüber. Das kennen vielleicht manche hier auch von anderen Themen, das ist manchmal so. Wir als Stiftung können das tun, wir tun das auch, wir nehmen uns sozusagen diesen Raum und laden herzlich ein, diese Debatte zu führen. Nun hat Hajo angekündigt, dass ich nochmal zeigen würde, warum das doch nicht so ganz so einfach ist. Also viele werden das hier wissen, ich kenne die meisten Gesichter nicht, aber ich bin zuversichtlich, dass wir in der Diskussion nachher viele Beiträge hören, die uns erklären werden, warum natürlich die Linke nicht einfach so sagen kann, Wachstum ist ein Problem, weg damit. Ich glaube, das ist auch recht schnell erklärt. Ich will das deswegen gar nicht auswalzen. Können wir ansonsten nachher im Gespräch nochmal machen. In diesen vergangenen 250 Jahren, in denen, das sagt übrigens auch das Parteiprogramm an einer der 16 Stellen, wo das Wachstum auftaucht, in den 250 Jahren, wo das Wachstum gebildet wurde, das heute auch den Wohlstand bildet, ist sozusagen die fossilen Brennstoffe, die Tatja vorgebracht hat, sind eigentlich die Basis dessen, auf dem wir heute sozusagen wandeln. Also dieses Wachstum und dieser Raubbau an bestimmten Ressourcen, dieser Extraktivismus, wie manche sagen, das ist die Basis, auf der wir den Standard heute erreicht haben. Ein Standard, den wir in gewisser Weise halten wollen, den wir für viele Menschen auf der Welt deutlich erhöhen müssen, unter Bedingungen, wo diese Ressourcen uns so nicht mehr zur Verfügung stehen werden, bei Strafe unseres Untergangs. Das ist sozusagen ein Dilemma, das noch dazu erschwert wird dadurch, dass eigentlich die sozialen Standards, die wir in der deutschen Gesellschaft zumindest haben, also da können wir ja durchaus sagen, wir befinden uns als Linke an vielen Stellen in Rückzugsgefechten, aber das, was wir verteidigen, ist erkämpft worden in vielen Generationen vor uns durch eine Arbeiterinnenbewegung, viel durch eine Gewerkschaftsbewegung, durch Frauenbewegungen und andere soziale Bewegungen. Die haben viel erkämpft innerhalb des Kapitalismus, es wären soziale Errungenschaften in der Regel auch so erkämpft, dass es einen wachsenden Kuchen gibt, indem man sozusagen einen sozialen Frieden halbwegs halten kann, indem sozusagen geteilt wird zwischen denen, die Profite abschöpfen müssen, und der Allgemeinheit. Man kann sozusagen unter Bedingungen von sinkendem Wachstum oder von schrumpfender Ökonomie in der Regel sehr, sehr schlecht umverteilen oder es mit gröbsten Kämpfen verbunden. Also die Erfahrung der Arbeiterinnen und Arbeiterbewegung auch in Deutschland ist natürlich, dass Verteilungskämpfe, ne, um Löhne dergleichen, also wir haben sozusagen, müsst ihr alle nur in die Zeitung gucken, dass die eigentlich immer unter Wachstumsbedingungen geführt wurden und dass es signifikant schlechter wird, wenn kein Wachstum gegeben ist. Auch das ist sozusagen klar. Das ist sozusagen die Szenerie, in der es jetzt schwierig ist, sich hinzustellen und zu sagen, Wachstum selber ist das Problem, wir müssen vom Wachstum weg. Wir haben über fossile Brennstoffe gesprochen, jetzt parallel, Tatja hat es schon kurz angelaufen, in Berlin sozusagen Gewerkschaften, also Akteure, mit denen wir eigentlich eng zusammenlaufen wollen, also Leute, die für die Lebensbedingungen auch der breiteren Bevölkerung sich verantwortlich gefühlt haben und bis heute fühlen und vor allem für sozusagen faire Löhne und dergleichen einstehen, die verteidigen gerade sozusagen den Kohlenabbau in Deutschland. Also die greifen sozusagen ein Konzept an, auch aus der Sozialdemokratie, die gerade versucht, sozusagen die CO2-Emissionen zu deckeln, weil der Anteil der Bundesrepublik an dem, was wir sozusagen fossil verfeuern, einfach indiskutabel hoch ist. Und wir haben hier genau so einen Konflikt, wie es viele andere gibt. Ich könnte da noch viele Beispiele machen. Wir werden heute Abend auch nochmal über den Umbau von Kohleregionen und sozusagen gerechte Übergänge, also eine Transformation von Industrien, sprechen. Aber ich glaube, die Herausforderung ist sozusagen, dass eine politische Linke sich in ihren Rückzugskämpfen um den gesamtgesellschaftlichen Kuchen und die Verteilung darin sozusagen nochmal damit konfrontieren muss, dass sie sagt, generell wird es viel weniger zum Umverteilen geben. Das macht die Anstrengung, mehr davon abzubekommen, für das, was wir wollen, schwieriger, das ist ganz klar. Es gibt bündnispolitische Schwierigkeiten, die gibt es mit Gewerkschaften, die gibt es aber auch mit sozusagen der Kapitalseite. Es gibt bisher wenig Verbündete, also eine breite wachstumskritische Bewegung würde ich im Gegensatz zu manch anderen in Deutschland oder in der Bundesrepublik noch nicht konstatieren. Ich würde eher sagen, es gibt eine breite Vielfalt von Kritik. Es gibt eine feministische Kritik, es gibt eine
grün-kapitalistische, es gibt eine öko-anarchistische, man könnte das ausweiten, sehr viele Kritiken, die an ganz verschiedensten Stellen kulturell, ökonomisch, und zwar ökonomisch sozusagen, betriebswirtschaftlich auf höherem Niveau, wie Tatsche das gerade gemacht hat, aber auch ganz konkret auf einem stofflichen Level sagen, wo ist Wachstum ein Problem? Das tun sie auch mit völlig unterschiedlichen Wachstumsverständnissen. Auch ich denke hier im Raum, wenn wir jetzt fragen würden, was ist denn eigentlich Wachstum, worüber reden wir hier gerade, würden wir uns in einer massiven Unschärfe des Begriffs verzetteln. Auch das ist sozusagen das Wesen der Dinge und schon Teil des Problems in dieser Diskussion. Wir haben an verschiedenen dieser Kongresse versucht, gewerkschaftliche und ökologische Positionen zusammenzubringen. Schon das, worüber man spricht, ist in aller Regel was deutlich unterschiedlich ist, dann ist ein Gespräch schwer. Ich würde sagen, die Linke ist ein Raum, wo die verschiedenen Positionen, die verschiedenen Wachstumskritiken, und unter Wachstumskritik verstehe ich jetzt auch Leute, die sagen, diese Art des Wachstums ist falsch. Also das könnte man eher eine softe Wachstumskritik sagen. Leute, die sagen, wir wollen ganz stark darüber diskutieren, was wächst, was schrumpft. Das ist sozusagen bei vielen Gewerkschaftern und Gewerkschaftern so. Also ich habe noch niemanden getroffen, der gesagt hat, also doch, ich komme aus der Kleinstadt Wolgas, also da gibt es sogar Linke, die sagen, die Rüstung muss sozusagen weiter wachsen, weil das Arbeitsplätze schafft. Ja? Aber in der Regel gibt es wenig Linke, die nicht sagen würden, ihr habt, ist eine schöne Werft und da hängt sozusagen die ganze Kleinstadt dran. Kann ich ein Lied von singen? Also, ne? So, und das können wir für viele andere Regionen auch sagen. Aber zu sagen, lass uns diskutieren, was schrumpfen soll, lass uns diskutieren, was wachsen muss noch eine Weile, das ist eigentlich vielleicht auch ein konkreter Einstieg in Diskussionen, der fruchtbar sein könnte. Also selbst die, um es anders umzudrehen, die radikalsten Wachstumsgegnerinnen und Gegner, die ich kenne, würden ja nicht sagen, es darf überhaupt nichts mehr wachsen. Natürlich wissen die auch, dass wir, wenn wir erneuerbare Energien auf ein Level bringen wollen, dass Lebensstandard gehalten werden kann, dann bedeutet das natürlich, dass wir einen Zubau an erneuerbaren Energien brauchen. Ich kenne keine Wachstumskritikerin, keinen Wachstumskritiker, der nicht sagt, wir müssen bei sozialen Sicherungssystemen, bei der Versorgung von Lehrerinnen und Lehrern in Schulklassen, ja, die viel zu groß sind, Betten in Krankenhäusern, Verpflegung im Care- und Sorgebereich, wir müssten da nicht zubauen. Aber auch hier gibt es sozusagen dann an vielen Stellen Spiegelgefechte. Unser Plädoyer wäre, vielleicht gehe ich jetzt doch gar nicht mehr aufs Parteiprogramm im großen Stile ein, ich hätte noch schöne Widersprüche aufzeigen können, lasse ich alles mal weg, wir wollen miteinander diskutieren, dass wir, also ein Appell an euch, diese Diskussion mal versuchen, auf eine Art und Weise zu führen, wie sie uns oft nicht gelingt. Wir können es am Ende auch alles rausschneiden, es muss nicht in die Welt gehen, es muss nicht über YouTube laufen, aber als Linke vielleicht zu verhindern, dass wir mit der Frage Wachstum und den Debatten, die es gesellschaftlich darum gibt, in so eine Falle treten, wie wir es an vielen anderen Stellen haben, nämlich, dass wir nach außen nicht darüber reden können, nach innen die Debatte deckeln, je nachdem, ob wir in Regierung sind, ob wir in Opposition sind oder wie sozusagen gerade die Lage ist, sondern versuchen, eine Frage, die unseres Erachtens ein Potenzial hat, eine gesellschaftliche Zukunftsfrage von ganz enormer Brisanz zu sein, überhaupt miteinander zu diskutieren, bevor wir sie totgequatscht haben, gleich am Anfang der Debatte. Wir würden uns freuen, diese Diskussion hier nicht zu eröffnen, weil sie läuft längst, sie läuft an vielen Stellen, aber mit euch auch heute weiterzuführen und vielleicht auch von dieser Konferenz aus einen Impuls zu geben, dass an anderen Stellen darüber geredet wird, wie wir uns als politische Linke, klein und groß geschrieben, dieser Frage künftig weiter nähern können. Ja, ich mache das ganz kurz. Also die Ökogrenzen verlangen Mäßigung, unsere Produktionsweise verlangt Maßlosigkeit. Beides steht diametral gegeneinander und wie kommen wir da raus? Der eine Weg ist die Technik, wurde genannt, hat ihre Fallstricke. Der andere Weg ist die individuelle Kultur. Ich kann ja anders leben, wenn ich will. Lass uns das doch tun. Bleibt vereinzelt, wird keine gesellschaftliche Bewegung. Ein dritter Ausweg. Linksradikale, früher und auch heute noch, erst der Systemwechsel, dann die Ökofrage. Haut auch nicht hin. Es gibt einen vierten Ausweg und an dem sind wir als Partei relativ nahe dran, ohne es zu wissen. Und dieser Ausweg ist Veränderung von Wirtschaft und Gesellschaft noch nicht ganz groß und in allem, sondern auf einen anderen Pfad bringen. Und das haben wir zumindest als politischen Inhalt schon weitgehend in der Hand. Wie gesagt, leider ohne es zu wissen und ohne es in diese ökologischen Farben zu tauchen, was notwendig wäre. Erstens, die Linke verlangt starke öffentliche Organisation und meistens auch öffentliches Eigentum, muss nicht immer sein, aber häufig bei allem, was elementar ist. Bei den Infrastrukturen, Bildung und Kultur weitgehend sowieso,
zunehmend aber auch bei Energieinfrastrukturen und bei einigen mehr. Würden wir das etwas radikalisieren in Richtung, ich nenne das immer Skandinavien Plus, also wir hatten einen starken öffentlichen Sektor, deutlich stärker als hier im Lande heute und sogar noch über Skandinavien hinaus, dann hätten wir ein Drittel aller Jobs am Bedarf orientiert und aus dem Wachstumszwang schon mal herausgenommen. Der braucht kein Wachstum. Der muss sich stabil, verlässlich, gut und im Sinne der Kunden und Bürger reproduzieren. Das reicht. Wir haben zweitens immer wieder und auch untersetzt durch mindestens partielle Programme die Forderung, der Strukturwandel muss politisch gelenkt werden. Also das Wachsen und Weichen muss politisch gelenkt werden. Das Problem ist natürlich, in vielfältiger Hinsicht haben wir darauf keinen Zugriff. Ja, das kann man fordern, aber vor Ort dafür sorgen, das ist eine ganz andere Schwierigkeit. Deswegen, das ist übrigens der Hauptgrund, glaube ich, weswegen bei uns in der Partei die Wachstumsfrage nicht diskutiert wird, weil sie als Bedrohung erscheinen muss, wenn wir nahezu keinen, manchmal auf kommunaler Ebene ein bisschen, aber nahezu keinen Einfluss haben auf die notwendigen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umbauten. Die können wir nur deklarieren, als notwendig darstellen, aber wir haben keinen Einfluss drauf. Wir lassen sozusagen die Leute dann im Regen stehen. Das ist die große Schwierigkeit. So, aber ich gehe noch weiter. Stabile, verlässliche Existenzsicherung, sagt die Linke Inge immer. Wenn wir in einem Nullwachstumsszenario uns das denken, dann wird diese Forderung viel schärfer. Dann muss das viel gesicherter sein, damit der notwendige Strukturwandel nicht Angst hat. Unsere eigene Forderung wird mit ökologischer Begründung nicht schwächer, sondern viel, viel stärker. Globale Kooperation bei Ressourcen, auch so ein Stichwort, das immer aufkommt, um Kriege zu vermeiden. Auch diese Haltung der Linken wird viel, viel stärker, wenn wir sie angesichts der Ökogrenzen mit aller gebotenen Wucht so thematisieren. Also, viele Forderungen, die wir erheben, könnten in diese Richtung gehen, wenn die sozusagen das Denken dieses politischen Ansatzes in ein anderes Licht tauchen und anders drehen und nicht als Vehikel nehmen, um die ökonomische Maschinerie anzuheizen, sondern es geht darum, sie anders in eine andere Richtung zu bringen. Und dann haben wir eine andere Diskussion und dann wären wir im 21. Jahrhundert angekommen. Bleiben wir dabei, dass die Maschinerie angeheizt werden muss, um Soziales und auch ein bisschen Ökologisches und Kulturelles zu finanzieren, um die Mittel zu haben, dann laufen wir als Partei gegen die ökologische Wand und dann sind wir in 10, 15 Jahren ein Fossil des 20. Jahrhunderts. Also entweder schaffen wir den Turnaround oder wir sind tot. So, wir haben die erste halbe Stunde mit den Inputs verbracht. Das heißt, uns bleiben jetzt noch drei Viertel der Zeit für das gemeinsame Gespräch. Wir haben einen Vorschlag, wie wir das gern gestalten wollen. Da wir recht viele sind, würden wir es gerne moderieren und euch bitten, nicht einfach reinzurufen. Wir werden versuchen, eine Liste zu machen mit Handmeldungen. Wir werden hier versuchen, auszuwählen. Also das heißt, dass Leute, die noch gar nicht gesprochen haben, von uns erst drangenommen werden. Und bitte Zweitrednerinnen und vor allem Zweitredner sich dann nicht wundern, dass es etwas länger dauern kann. Zum Zweiten würden wir versuchen, auch die im Raum leider auch nicht ganz gegebene Geschlechterbalance durch das Führen einer quotierten Redeliste etwas auszugleichen. Ihr seid herzlich eingeladen, nicht nur Nachfragen zu stellen, sondern auch durchaus Diskussionsbeiträge zu machen. Wir würden uns freuen, wenn ihr am Anfang euren Namen sagt, dass andere sich auf euch beziehen können, wenn ihr vielleicht auch kurz sagt, wo ihr herkommt, eventuell was der Hintergrund ist, wenn ihr möchtet. Dass ihr ansonsten dabei fair bleibt und versucht, sozusagen Redebeiträge anderer nicht unnötig herabzuqualifizieren oder unsachlich anzugreifen und idealerweise euch aufeinander bezieht. Wenn wir das Gefühl haben, dass ein Redebeitrag in ein, sage ich mal, vorbereitetes Co-Referat ausartet, das seit Jahren darauf wartet, irgendwo ein Podium zu bekommen. Und nie eins bekommt, ob zu Recht oder Unrecht, werden wir hier gar nicht entscheiden. Aber wenn wir das Gefühl haben, es ist in der Länge ein bisschen so, dass es die Diskussion gefährdet, nehmen wir uns hier das Recht raus, euch auch dann zu bitten, euch kürzer zu fassen. Das ist der Vorschlag, wie wir hier verführen wollen. Tadjo hat sich bereit erklärt, die Liste zu machen und ich würde versuchen,
zwischen den Sachen ein bisschen umher zu moderieren. Oh, okay. Fangen wir da an, 1, 2, 3. Vielleicht ganz am Anfang nur, gibt es irgendwie Verständnis, Nachfragen, weil das soll man voranschicken. Also gibt es, hat irgendjemand was gesagt, wo ihr schon mal sagt, das Wort war unklar oder das ging zu schnell, das war verwirrend? Weil dann würden wir das voranstellen. Sollen wir ins Mikro sprechen zur Aufnahme? Braucht ihr das? Dass die Teilnehmer ins Mikro sprechen? Haben wir ein Mikro? Gibt's, aber das ist nur ein Kabelmikro, ne? Wir haben keinen. Ich kann laut sprechen. Nee, das ja, nützt nichts. Es geht ja um eine Aufnahme. Damit das dann für am Ende auch für den. Da ist ja als Diskussion. Warte. Da ist jetzt Diskussionswort. Genau. Aber wir sollten schon vorher klären, dass es aufgezeichnet wird. Doch, wird sie. Haben wir am Anfang. Haben wir schon. Das ist richtig. Also, das ist sozusagen. Der Kooperationspartner, der das hier aufzeichnet, ist Kooperationspartner in der Stiftung. Und wenn Leute explizit nachher sagen, sie wollten ihr was in die Diskussion beitragen, was nicht aufgenommen werden soll, haben wir die Möglichkeit, den Kollegen nahezulegen, das auch wegzunehmen. Also das war jetzt nicht nur ein Spruch. Na, dann sagt es vielleicht dazu, sagt, das ist jetzt sozusagen off the record, dann wissen genau. Auch die Kolleginnen das und können das dann rausschneiden. Kann ja durchaus sein. Okay, eine Verständnisfrage war da. Verständnisfrage zu Hans. Erstens Technik verändern. Zweitens, das habe ich jetzt nicht. Kultur, gemacht. Individuelle Kultur, meine Lebenskultur. Drittens Systemwechsel. Erst Kapitalismus rausschmeißen und dann Öko beantworten. Alles klar. Und viertens an den Stellschrauben. Ja, aber an den größeren. Ja, danke. Das war's. Und ansonsten hat man die erste Meinung da und quotiert werden da die Kollegen. Darf ich sonst wieder vorstellen? Oder? Ja, genau. Also eins. Und dann da hinten die Genossin da. Ich soll als erstes. Nein, Zweite. Wir fangen hier mit hier vorne an, mit dem blauen Hemd. Wir müssen genau. Euch leider mal so. Und dann da, ja. Und dann da. Du schreibst irgendwie mit. Ja, und ja, dann, ja. Ich bin Fraktionsvorsitzender einer vierköpfigen Kreistagsfraktion im Endeburg-Urkreis. Ich würde den Ausführungen von Hans 100% zustimmen. Ich frage mich bloß, oder ich kann mir nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Dazu will ich ein individuelles und ein globales Beispiel bringen. Ich habe schon Schwierigkeiten, mit meiner Frau zu diskutieren, ob wir denn jetzt nach Kuba fliegen, individuelles Verhalten, bevor die Amis das Ganze übernommen haben oder nicht. Also ich bin immer der sagt, fliegen können wir eigentlich nicht, aber da ist meine Frau nicht mit einverstanden. Und das Globale ist, wir hier, die trotz aller gesellschaftlichen Armut, die wir haben, Hartz IV und so, muss ich euch nicht erzählen, die wir aber trotzdem auf einem relativen gesellschaftlich hohen Niveau leben, können uns sowas wie Anhalten oder Degrowth oder so vorstellen. Unser ältester Sohn arbeitet und lebt seit 10 Jahren in China und was der so erzählt, da frage ich mich, wie soll das gehen, wenn die nur in Ansätzen ein gesellschaftlich materielles, menschenwürdiges Leben führen, in China, in Indien, in Afrika, in Lateinamerika und wo auch immer, wenn da nicht auch Wachstum ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Also ich unterschreibe das, aber ich weiß nicht, wie das geht. Dann hast du die Kollegin da hinten und dann der Rufs raus. Ich heiße Kerstin Richter. Ich organisiere ein Bildungsprojekt zum Klimawandel in Sachsen, das mehrfach ausgezeichnet wurde und ohne irgendwelche Sachkosten lebt. Ich bezahle das alles selber und habe kein Einkommen. Vielleicht ist das mal ein kleiner Hinweis, wie man auch wachsen kann, wie man Wachstum an Bildung weitergeben kann. Wir brauchen Wachstum an Bildung und kein Wachstum an materiellen Wohlstand. Im Gegenteil, wir müssen uns alle begrenzen auf ein Maß, was verträglich ist. Und wir wissen, 2 Hektar Fläche werden verträglich und wir in Deutschland leben bei 8 bis 10 Hektar. Und es ist also möglich, sich vernünftig zu bewegen, aber es erfordert ein bisschen Mitdenken und ein bisschen Vernunft. Und diese Vernunft muss diskutiert werden mit jungen Menschen. Ich versuche das. Ich bin auch jetzt in Ausbildung zu einer 6. beruflichen Qualifikation zum staatlich zertifizierten Waldpädagogen. Und ich möchte sehr gern mit sehr vielen klugen linken Menschen ins Gespräch kommen darüber, wie wir uns vernetzen können und wie wir gemeinsam solche Dinge in die Gesellschaft tragen können. Vielen Dank. Das rote T-Shirt und dann.
Du bist dran. Achso, dann habe ich es. Dann war es die Ansage. Ralf direkt. Ja, hallo. Ralf Krämer. Ich komme aus Berlin, ich bin Gewerkschaftssekretär und ich war in der Programmkommission der Partei. Darum finde ich es nicht ganz zutreffend, dass wir die Wachstumsfragen nicht diskutiert haben. Also ich war selber auch in der Menno-Veranstaltung, wir haben sie diskutiert. Und das, was rausgekommen ist, finde ich auch eigentlich gut, weil es hat ermöglicht, dass es eine breite Zustimmung gab. Und da, wo das Wort Wachstum auftaucht, ist es oft einfach beschreibend oder auch kritisch gemeint. Wo es als Zielsetzung geht, ist meistens von Entwicklung die Rede. Das war dann sozusagen in der Tat eine Art Formelkompromiss. Aber ich glaube, ist das tatsächlich auch schwierig. Und ich glaube, dass wir schon über das Wort reden müssen, weil wir uns, glaube ich, relativ einig sind, also mit mir jedenfalls. Und insoweit, ich finde das auch scheiße mit der Kohlegeschichte jetzt, ja. Aber egal. Danke, Kollege. Ist aber trotzdem nicht ganz einfach. Ich bin nicht sozusagen. Gut, ist schon klar. Also was wollte ich sagen? Ah ja, genau. Weil ich bin auch auf jeden Fall der Meinung, es muss schrumpfen, aber es muss sozusagen die Umweltbeanspruchung schrumpfen, es müssen die stofflichen Umsätze schrumpfen und so weiter und so weiter. Aber die meisten verstehen das ja sozusagen dann gleich ökonomisch und verstehen sozusagen Bruttoinlandsprodukt. Und da muss man schon mal klarer haben, dass das eine Geldgröße ist. Und dass, wenn man über schrumpfendes BIP redet, das eine ganz andere Nummer ist. Und schrumpfendes BIP, auch überhaupt, also Bruttoinlandsprodukt, genau, auch gar nicht reicht. Ja? Weil selbst wenn das geringfügig schrumpft oder nicht wächst, dann ändert sich ja der Umweltbeanspruchung überhaupt nichts. Aber die muss ja sozusagen massiv reduziert werden. Also ganz ohne, oder ich glaube schon, dass andere Techniken, erneuerbare Energien, eine ganz zentrale Rolle spielen. Und das gilt auch in anderen Bereichen, Recycling und so, und sozusagen andere, ja, ganz andere Art von Produkten. Aber diese ökonomische Frage ist, finde ich, schon sehr zentral. Weil, wie gesagt, schrumpfendes BIP heißt im Kern schrumpfende Einkommen. Und da kann man mit Umverteilung alles Mögliche fordern und auch vielleicht real hinkriegen. Aber es bedeutet im Kern im Endeffekt schrumpfende Einkommen. Es bedeutet dann auch natürlich schrumpfende Finanzvermögen, schrumpfende Ersparnisse, schrumpfender Wert von allen möglichen Sachanlagen in letzter Instanz. Das muss einem klar sein. Das schocke ich dann immer irgendwie so ein Mittelschichtpublikum mit, wenn ich ihnen dann sage, dass wahrscheinlich der ökonomisch sanfteste Weg, das hinzukriegen, eine etwas höhere Inflationsrate ist und niedrige und negative Realzinsen und so weiter und so weiter, weil die das dann nicht mehr so lustig finden plötzlich, ja? Denen es ansonsten gut geht. Aber denen, die sozusagen schon auch ihre ökonomischen Schwierigkeiten haben, auf die muss man natürlich in einer ganz anderen Weise noch Rücksicht nehmen. Und wenn, und es geht ja eigentlich vor allem gar nicht ums Diskutieren, es geht ums Durchsetzen eines sozusagen sozialökologischen Umbaus, eines anderen Entwicklungspfades, den müssen wir durchsetzen. Und die Linke ist da immerhin schon weiter als andere von dem Fordern her. Wenn wir jetzt sozusagen wenn wir nicht andererseits als Partei die sozialen und auch ökonomischen Interessen der abhängig Beschäftigten, der Mehrheit der Bevölkerung sozusagen ins Zentrum unserer Politik stellen, das ist der Hauptgrund, weshalb Leute uns wählen, dann können wir das in ein paar Jahren nicht mal mehr diskutieren, weil die Rosa-Luxemburg-Stiftung dann kein Geld mehr hat, weil die Partei nicht mehr im Bundestag ist und so weiter und so weiter. Ja, ohne Scheiß. Ja? Also es geht ums Durchsetzen. Insoweit geht es um soziale Bündnisse, um die Entwicklung politischer Kräfte, die nur funktionieren wird, wenn es gelingt, ja wirklich einen umfassenden anderen Politikansatz zu machen, der gleichzeitig diesen ökologischen Umbau hinkriegt und den Leuten aber sagt, es geht nicht darum, dass euer Einkommen schrumpft, sondern dass ihr anders arbeitet, dass ihr aber weiterhin einen sicheren und auch vernünftigen Job habt, wo es den Leuten, die 3.000 Euro verdienen, auch nicht hilft zu sagen, ihr kriegt im Zweifelsfall ein Grundeinkommen von 1.000 Euro, seid doch froh. Das läuft so nicht. Ne? Und ja, ich glaube, dass wir da eigentlich gar nicht so schlecht aufgestellt sind in der Programmatik real. Nur das hat Hans teilweise angesprochen. Nur es ist schwer zu popularisieren und es ist natürlich in der Tat noch viel schwerer durchzusetzen. Und das ist das eigentliche Problem. Und ich bin ehrlich gesagt nicht zu optimistisch. Also die Menschheit wird es überleben, aber ob Hamburg da nicht ein paar hundert Jahre unter Wasser steht, ich würde eher dagegen wetten. Also dass es unter Wasser steht. Okay. Jemand aus Hamburg hier. Also wir haben sozusagen die Genossin im Türkisen und dann haben sich ganz viele Herren gemeldet. Danach kommt der Kollege im Blauen dahinter, aber erstmal hier zwei und dann da rechts grau. Ich weiß, es haben sich viele Leute gemeldet. Es wird einen Moment dauern, die Schlange ist gerade lang. Also Türkis, Blau und dann da so schräg hinter rechts grau. Entschuldigung, Farben sind gerade. Vielleicht kann man das als Erwiderung zu dem Thema. Entschuldigung, du hast, glaube ich, du hast keine Genossin. Du bist keine Genossin im türkisen T-Shirt. Entschuldigung. Ich wollte mich erstmal bedanken, weil ich freue mich nämlich auch, dass mal in der Linken tatsächlich das Thema diskutiert wird. Und ich habe mich eigentlich immer gefragt, warum es so selten diskutiert wird. Weil für mich eigentlich, wie Katsu das gesagt hat, das auch immer eigentlich ganz klar war, dass man als Linker einen viel leichteren Zugang zu Wachstumskritik hat, weil wir durchaus die Systemfrage stellen. Weil klar ist, dass Kapitalismus
oder in der Kapitalismus nicht ohne Wachstum funktioniert. Natürlich verstehe ich auch, dass es in, zumindest innerhalb nationaler Interessen zu Konflikten kommen kann, weil man natürlich versucht, die Arbeitnehmer in allen Branchen zu unterstützen. Und es gibt nun mal Branchen, die tatsächlich erstmal, wo Arbeitsplätze wegfallen würden oder werden. Und was für mich deswegen ganz klar ist, dass wenn man diese Frage stellt, ist, dass man immer wieder betonen muss, dass man eben auch den Systemwechsel gleichzeitig braucht zur Wachstumskritik. Und das heißt, dass man diese Frage immer mit Transformation oder dem Transformationsgedanken gleichzeitig stellt und sagt, wir wollen nicht die Einkommen kürzen, die Arbeitsplätze streichen und dann passiert nichts anderes, sondern wir wollen gleichzeitig Alternativen aufzeigen. Und ich denke, dass es gefährlich ist, Wachstum und das Bruttoinlandsprodukt mit Löhnen gleichzustellen, weil dann nehmen wir die Perspektive der Arbeitgeber ein, die sagen, wenn weniger Wachstum ist, muss das immer gleich bedeuten, dass es einen geringeren Lohn gibt. Und ich denke schon, dass es gerade in der Linken Alternativen dazu gibt. Und dann wollte ich noch was sagen zu Wachstum in anderen Ländern und auf anderen Kontinenten. Und ich glaube, dass gerade da man sich bewusst sein muss, dass es einfach nicht möglich ist, dass wir immer weiter konsumieren, der Ressourcenverbrauch immer weiter ansteigt, weil gerade in vielen Entwicklungsländern oder noch nicht so entwickelten Ländern die Menschen als allererstes unter dem Klimawandel leiden. Und für sie ein weiterer Anstieg der Lebensqualität nur dann möglich ist, wenn sich auch hierzulande etwas ändert und bewussteres Konsumieren stattfindet. Ja, genau das so. Peter Schubert aus Dresden. Ich schlage vor, dass wir über zwei Fragen nachdenken sollten, die mir wesentlich erscheinen. Die eine, Ressourcenverbrauch, und da meine ich Verbrauch unwiederbringlicher Ressourcen. Die kapitalistische Produktionsmaschinerie hat einen riesigen Eigenverbrauch an derartigen Ressourcen, der eigentlich gar nicht nötig wäre für die Befriedigung unserer wirklichen menschlichen Bedürfnisse. Ich sage nur mal zwei ganz kleine Beispiele. In den schlimmen realsozialistischen Zeiten, da kam ein Postauto, jetzt kommen vier. Das ist ja nach der Konkurrenzideologie ganz wirtschaftlich und ganz toll. Und das Zweite, da fahren Leute mit dem VW Passat von München nach Hamburg, um irgendwas zu verkaufen. Und die Konkurrenz ist eben zu hinterfragen, macht genau das Gleiche in der umgekehrten Richtung. Das ist aber nur ein Bruchteil dieses Eigenverbrauchs der kapitalistischen Produktionsmaschinerie, der globalisierten, der gar nicht nötig wäre. Und ich wäre dringend dafür, dass Wirtschaftsstatistiker das mal versuchen auseinanderzuhalten, was haben wir denn wirklich an Verbrauch nötig und was ist Eigenverbrauch einer irren, unnötigen Maschinerie. Zweiter Punkt, wir messen Verbrauch in Geld. Und wir haben leider immer noch die Situation, dass der Preis unwiederbringlicher Rohstoffe in Geld gemessen wird. Und damit wird er verglichen mit erneuerbaren Rohstoffen und vor allen Dingen eben auch mit Arbeitskraft. Der durchschnittliche Preis eines jeden Rohstoffs, egal wie knapp er perspektivisch ist, misst sich an den Kosten der Förderung. Und es wird überhaupt nie bedacht, preislich und damit dann in den betriebswirtschaftlichen Entscheidungen, dass das Kupfer eben nicht mehr lange reicht. Und genauso ist das fürs Lithium. Da wollen die Elektroautos bauen. Das Lithium würden wir für was ganz anderes bauen. Also, wir brauchen eine Ökonomie, die grundsätzlich unterscheidet zwischen Geld, was zusammenhängt mit aktueller Arbeitskraft, und Geld, ganz anderer Art, was zusammenhängt mit der Bewertung unwiederbringlicher Ressourcen. Und die muss natürlich auch noch differenziert erfolgen. Es gibt in Berlin Professor Rogall, der zumindest das Problem schon mal auf dem Schirm hat aus Hochschulsicht und da Vorschläge macht. Aber da müssen wir noch ganz viel nachdenken. Und wenn wir dort Lösungen vorschlagen, die natürlich dann nur schrittweise eingeführt werden können, dann können wir dahin kommen, in bestimmten Bereichen noch zu wachsen, zum Beispiel mehr CDs zu produzieren, auf denen schöne Musik ist. Das hat uns ja der Baro mal so als,
als den Kompromiss mit auf den Weg gegeben, den er gerne noch hätte, dass wir wenigstens die CDs noch bezahlen können. Also das Erdöl für die CDs, das wollte er denn aus den unwiederbringlichen Ressourcen gerade nochmal abzweigen. Und ich denke, das ist die richtige Denkrichtung. Und um zu Kuba noch mal was zu sagen. Genau, Hans hat mich aber gerade darauf hingewiesen, so wichtig es ist, sozusagen nochmal auf die Basispunkte einzugehen. Die wollen das schon hier auch als sozusagen eine solidarische Strategiediskussion führen, deswegen vielleicht nicht so sehr nochmal mit denen. Ich wollte in meinem Aufschlag am Anfang so ein bisschen die Basics der Wachstumskritik abarbeiten, damit wir dann auf sozusagen die strategischen Punkte kommen können. Das, und ich habe mir jetzt gerade nochmal überlegt, wie machen wir das, wie binden wir uns hier vorne ein? Ich habe sozusagen gedacht, nach immer 10 Wortmeldungen, also es ist ja keine Diskussionsrunde, also es ist ja keine Frage-Antwort-Geschichte, würde ich sozusagen uns dreien jeweils ganz kurz die Option geben, kurz auf Sachen zu antworten, aber ansonsten beteiligen wir uns auch einfach an der Diskussion wie alle anderen. So, jetzt haben sich sehr viele Leute gemeldet, ich habe von denen bisher 6 aufgeschrieben. Das war direkt geradeaus grau. Ich schreibe jetzt auch noch auf, das habe ich auch schon aufgeschrieben. Stehe ich noch auf meiner Liste? 1, 2, ja, aber erstmal der Kollege. Gut, ich wollte auf dieses Problem mit schrumpfenden Ein. Oh, soll ich aufstehen? Vielleicht kurz noch, wer du bist. Mein Name ist Thomas Röfer und ich komme aus Braunschweig und beschäftige mich viel mit Energie und ökologischem Umbau und Transformation. 3 Punkte einfach nur. Problem schrumpfende Einkommen. Ich denke mir, das ist natürlich ein ganz Problem. Es ist vielleicht nicht ganz so problematisch, wenn wir wirklich uns daran erinnern, was wir an Verteilungsmöglichkeiten in dieser Gesellschaft ja noch haben. Also wir hatten, glaube ich, vor anderthalb Tagen festgestellt, 1% der Bevölkerung hat 33% des Vermögens. Wenn wir das ein bisschen auf 5% der Bevölkerung ausdenken, dann haben wir schon 50% des Vermögens und der Einkünfte. Die können wir ja erstmal verteilen und können das auch nominell nach unten schaufeln. Und dann haben wir schon auch deutlich steigende Einkünfte da. Das ist kein Widerspruch in sich. Zweitens, natürlich müssen wir irgendwie ein bisschen davon wegkommen, dass irgendwelche bunten Zettel, wo irgendwelche Zahlen draufstehen, oder irgendwelche Girokonten, wo irgendwelche Zahlen draufstehen, das ist, was Menschen glücklich macht. Ja, also wir müssen natürlich irgendwie die Diskussion so funktionieren, was wollen denn Menschen, wenn sie arbeiten? Ja, sie wollen ihre Kinder gut betreut haben, sie wollen selber die Möglichkeit für Bildung haben, sie wollen ab und zu mal einen CD-Player haben, sie wollen öffentlichen Nahverkehr haben. Das heißt, es geht doch darum, wie können wir unsere Bedürfnisse organisieren, sodass alle, und da ist noch deutlich Luft nach oben, dass alle durch Commons, war ja auch mal so ein Stichwort, was die letzten Tage gekommen ist, dass alle deutlich auch mehr Lebensqualität, selbst wenn ich das nur materiell betrachte, haben können durch eine intelligente Wirtschaftsorganisation. Und das ist nämlich der Punkt, den du gesagt hast. Unser Kapitalismus, das muss einfach mal gesagt werden, ist sowas von doof organisiert und sowas von viel Leerlauf und alle arbeiten gegeneinander und versuchen sich gegeneinander, ich bin selber Selbstständiger und habe eine kleine Firma, 5 Mitarbeiter, pipapo. Wenn ich da allein denke, ich bin 50% meiner Zeit damit beschäftigt, ich mache übrigens Solaranlagen, also wir sind alle befreundet in der Branche. Ja, es ist relativ überschaubar, wer in Braunschweig Solaranlagen baut. Und trotzdem bin ich 50% meiner Arbeitszeit damit beschäftigt, meinen Freunden, Wettbewerbern die Arbeit wegzunehmen. Also weil ich Akquise mache und die machen Akquise und einer versucht den anderen zu unterbieten und alle wollen eigentlich das Gleiche, aber wir sind halt gezwungen, sozusagen gegeneinander zu arbeiten. Und wenn ich einfach diesen ganzen Leerlauf rausnehme aus dem System und durch intelligente Arbeitsproduktion, dann können wir alle, dann ist das Paradies auf Erden, ist doch technisch machbar bei deutlich geringeren Materialien. Ja, also Einkommen selber ist doof, dass wir darüber reden müssen, aber eigentlich müssen wir als Linke versuchen, die Diskussion weg von Geld und Zahlen hin zu, wie wollen wir leben, führen. Ja, das war schön, das war schön. Ich habe mir das als Hintergrund, so als beschwichtigende Hintergrund. Achso, der Aufbruch passt ja zum. Mein Name ist Andreas Tobose. Ich bin eher vielleicht von der anderen Seite her. Ich will sagen, dass für mich materiell geht mir sehr gut.
Und ich sehe halt auch in meinem Umfeld oft, dass die Leute eher überfordert sind mit diesem Überangebot, mit dem Übersammeln von Sachen, mit dem Konsum, der wahnsinnig schwierig wird, wenn Bedürfnisse geschaffen, die man gar nicht hat. Man hat mit den Kindern das gleiche Problem, die wollen immer irgendwas Neues haben, was sie eigentlich gar nicht brauchen. Das heißt, es gibt Gesellschaften, schon Schichten, die haben einfach Überfluss und der selbst ist schon wahnsinnig anstrengend und ist nicht so, wenn man mehr Geld hat, dass dann die Lebensqualität steigt. Das ist ganz wichtig, dass die Lebensqualität sich nicht an Dollar-Jahreseinkommen misst oder sowas. Ich habe jetzt auch einen netten Film gesehen, wo dann die Leute im Nepal leben, die haben ein Jahreseinkommen von wenigen Dollar, die haben aber ein Lebensumfeld, eine Natur, eine Lebensweise, die ist auch gigantisch. Die haben zwar hart dafür zu arbeiten körperlich, aber die haben eine ganz andere Lebensqualität. Da ist wichtig, dass man eben Wachstum nicht an Dollars Jahreseinkommen misst, so wie das eben im Kapitalismus üblich ist, sondern an anderen Sachen. Und wenn ich sage, brauche ich ein eigenes Auto, wenn ich die Möglichkeit habe, genauso günstig und bequem individuell mich irgendwo hinzubewegen, dann brauche ich es vielleicht gar nicht mehr. Aber der Komfort, den man jetzt hat, wie es jetzt ist, ich kann jederzeit in mein Auto steigen, der ist eben einfach noch, da ist noch keine Konkurrenz da. Und technisch wäre es möglich, ja, irgendwo hinzufahren, ohne dass ich Einbuße habe an Zeit und ich würde sogar auch Geld sparen. Also es ist einfach nur zu sagen, Wachstum heißt nicht Geld, mehr Geld, sondern mehr Qualität. Dann habe ich noch zwei Meldungen, die gehen wir jetzt mal kurz vorne zurück. Das war einmal hier und dann du. Ja, ich heiße Manfred Norwart und komme aus Baden-Württemberg. Also das mit dem Wachstum, das ist schon ein Dilemma für die Linke. Also ich meine, da gibt es ja die Forderung nach Erhöhung der Lohnquote, nach Erhöhung der unteren Einkommensschichten. Ich sage nur das Stichwort Mindestlohn. 8,50 Euro sind zu wenig, 10 Euro und mehr, das klappt nochmal nicht. Ja, und was machen die Beschäftigten, wenn sie dann mehr Geld bekommen? Sie kaufen sich Konsumgüter, ob das ein Auto ist, ob Kühlschrank, Fernseher und so weiter. Sie leisten sich mehr. Und natürlich kommt das der Wirtschaft zugute, also dem Kapital. Und es ist eine Win-Win-Situation. Also Arbeit und Kapital profitieren davon, aber zulasten eines Dritten, und das ist die Umwelt. Und ja, es heißt ja auch immer, auch von linken Ökonomen, nicht alles in den Export, sondern die inländische Nachfrage muss gesteigert werden. Ja, inländische Nachfrage auch wieder, mehr Güter sollen hergestellt werden. Und ich denke, und ich, vielleicht habe ich dich dann richtig verstanden, dass ein Ausweg dann ist, also nicht noch mehr Konsumbedürfnisse zu befriedigen, also, sondern die hohen Einkommen zu besteuern und dann in Gemeingüter umzuverteilen, also in Bildung und öffentliche Verkehrsmittel und die dann für jeden frei sind. Also der Verkehr, der Individualverkehr weg von der Straße, in den öffentlichen Verkehr, also zum Beispiel Bahn und was natürlich dieses auch viel ökologischer ist wie bisher. Im Rahmen der quotierten Redeliste, ich kann nochmal alle sich als weiblich definierende Menschen darauf hinweisen, dass ihr sofort rankommt, im Gegensatz zu den Kerlen, die bis vor lange waren. Frau Hocke. Nimm mal alles, muss noch kurz mal hinterher. Okay, dann war er hinter meine Genossin. Na gut, okay. Weiber sollen sie vertrauen. Ne? Das deine Worte, das waren jetzt deine Worte. Ja, ja, also mein Name ist Anne-Marie Rüssow, ich komme aus Bautzen und möchte erst eine Frage stellen und dann einen Gedanken äußern. Die Frage ist, wie denkt die Stiftung über Jeremy Rifkins These, die da heißt, der profitorientierte Kapitalismus wird normal existieren, aber daneben wird etwas anderes wachsen. Und zwar das Teilen, Tauschen, Haben, Mieten, Bieten und was wie auch immer. Ja, das würde mich interessieren, wie ihr das seht. Und darin steckt dieser Gedanke Anderswachsen. Ich glaube, der Begriff Anderswachsen ist für mich sehr wichtig geworden. Und wir haben in Bautzen ein Forum veranstaltet, Teilen ist das neue Haben. Und haben alle Initiativen, die es in und um Bautzen gibt, im Landkreis, die bis Görlitz und so weiter gibt, die da das schon praktizieren. Also so ein Mach-Ganz-Café, ein Carsharing-Firma, die sich die als Genossenschaft entsteht, eine Möglichkeit, aus alter Kleidung neue zu machen und, ja. Da gibt es schon sehr, sehr viele Möglichkeiten.
Also Frage ist, sollten wir als Linke diesen Gedanken anders wachsen, anders leben und anders wachsen, nicht mehr in den Mittelpunkt stellen? Mhm. Gut, dann nehme ich noch die letzten zwei Meldungen, dich und dann Frauke, und dann gehen wir kurz hier nach vorne mal. Ja, Ronald Laschke, Netzwerk Grundeinkommen. Wir haben uns viel auf der Kulturkonferenz eingebracht mit dem Thema Wachstum, Wachstumskritik und soziale Ungleichheiten zu verhindern. Das ist das eine Thema, sagst du noch dazu. Aber was mir auffällt in der Diskussion, ist, dass es in der Tat ein komplexes Thema ist. Wir reden einmal über Ökonomie. Dann reden wir über verschiedene Ökonomien, nämlich zum Beispiel eine geldlose Ökonomie, wir reden über eine geldvermittelte Ökonomie, verschiedene Ebenen. Also da brauchen wir verschiedene Ansätze, wie wir da hinkommen, das ist eine Schrumpfung des Ressourcenverbrauchs. Punkt 2, ich glaube, dass es dennoch eine wichtige Aufgabe ist, auch eine kulturelle Frage damit zu beantworten. Denn nicht umsonst sind die ganzen Debatten über den protestantischen Arbeitsethos auch immer wieder von Max Weber immer wieder ein Zeichen dafür, dass es neben ökonomischen Veränderungen der Gesellschaft auch kulturelle Veränderungen gab, nämlich im Denken. Wir können das auch mit zum Beispiel Erich Fromm machen, vom Haben zum Sein, der auch auf die sozialpsychologische Ebene ausgeht und Barho und so weiter und so fort. Also es ist eine kulturelle und auch eine mentale Frage. Dahinter stehen dann auch solche Fragen wie zum Beispiel Konsum. Woran gibt es einen Status Konsum etc.? Was hat es mit entfremdeter Arbeit zu tun? All diese Fragen stecken damit hinter, sind aber miteinander verbunden, behaupte ich. Deswegen müssen wir in dieser Komplexität auch Antworten finden. Meine Idee ist schlicht und ergreifend, diese Komplexität auch anzusprechen. Wir haben verschiedene Zielgruppen in der Gesellschaft, die eher auf ökonomische Fragen ansprechen oder solche Fragen, eher die auf Konsumkritik anfragen. Das müssen wir geschickt verpacken. Aber, und das ist jetzt wieder mein Punkt, wo ich auf das Thema soziale Ungleichheit komme. Mein Thema ist, und ich denke, das ist nicht ganz falsch, dass wir in einer Gesellschaft mit weniger sozialer Ungleichheit mehr in Richtung Schrumpfung kommen können im Sinne von weniger Ressourcenverbrauch. Es wäre mal interessant zu analysieren, wie das in Gesellschaften mit weniger sozialer Ungleichheit ist und warum das so ist. Ich bin da kein Experte, vielleicht kann da auch jemand was zu aussagen. Und wir haben auf der DeGroote-Konferenz, auf dieser DeGroote-Konferenz, die auch dann in 2 Jahren wieder Budapest sein wird, immer wieder das Thema soziale Ungleichheit und Bekämpfung dieser als eine Grundvoraussetzung anerkannt, und zwar über verschiedene Wege der Ungleichheitsbekämpfung, von Grundeinkommen über ordentliche Bürgerversicherung bis hin zu kostenlosen Infrastrukturen, Gebühren und gebührenfreien Infrastrukturen, sozialen Dienstleistungen, um aus dem Schritt nach vorne zu kommen. Also das ist so mein Plädoyer, das auch natürlich im Blick zu behalten, da trage ich aber natürlich wahrscheinlich euch noch Ideen. Aber eins ist Fakt, mit Wachstumskritik kann man Ängste erzeugen. Und diese Ängste muss man ernst nehmen. Eine Angst ist eben die soziale Ungleichheit. Es gibt nämlich auch eine neoliberale Wachstumskritik. Meinert Miegel, allen bekannt, der sagt, wir müssen alle den Gürtel enger schnallen. Und das ist neoliberal. Und wenn die Linke nicht dagegen setzt, nein, wie schon mal Chris Medmann von Attac deutlich gesagt hat, wir müssen erstmal den sozialen Leibesumfang angleichen, also mehr soziale Gleichheit herstellen. Und dann reden wir über Wachstumskritik. Da kann ich gleich bitte so sein. Sehr schön, Chris Medmann. Vielen Applaus, Chris in Absentia. Arbeitet jetzt bei Campact, ist auch nett. Sehr gut. Frauke? Ja, ich frage Wand, ich würde gerne an das Gleiche anknüpfen, was du gerade gesagt hattest, und auch nochmal an diese Frage des Mindestlohnes. Ich glaube, dass die soziale Ungleichheit, auch was du gerade gesagt hast, essentiell ist, um das mit Wachstum zu verknüpfen. Es ist ja so, dass die Reichsten nun mal auch den größten ökologischen Fußabdruck haben, und nicht nur das, sie treffen eben auch alle entscheidenden politischen Entscheidungen. Sie sind dafür verantwortlich, also sie müssen ihr Geld irgendwie investieren, sind essentiell an Wachstum interessiert, sind essentiell an Privatisierung, Liberalisierung, Deregulierung etc. 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 Naturverbrauch, Beeinflussung der Umweltschutzgesetzgebung zu ihren Gunsten etc. interessiert. Es geht also tatsächlich, es sind nicht nur Reichen, sondern es ist im eigentlichen Sinne herrschende Klasse. Und es ist natürlich einfach immer auf die Unterschichten zu verweisen, die irgendwie konsumieren, sie haben aber den geringeren ökologischen Fußabdruck, weil sie eine kleinere Wohnung haben, weniger Reisen etc. Also lassen wir doch mal den Blick darauf, sondern gucken auf die herrschende Klasse, die A, sehr viel mehr verbraucht und B, vor allem ein essentielles Interesse an dem Wachstum hat. Einem Wachstum, was eben ein materielles Wachstum ist und nicht ein qualitatives Wachstum. Und sie sind dafür verantwortlich, dass die Bildung privatisiert wird, dass die Gesundheitsdienstleistungen in der Qualität abnehmen etc. So, und ich glaube, so kann man das dann eben auch popularisieren und diese Ängste vielleicht umleiten, ja, oder abschwächen etc. Dann würde ich jetzt erstmal kurz Hans und Steffen fragen, ob sie auf konkrete Punkte eingehen wollen. Wir werden das auch kurz tun und dann wieder weiter in die Runde.
Ja, ganz kurz. Ist das Ding an? Ja. In Amerika, das ist ein Ort in Brandenburg, ein kleines Dorf. Gibt's wirklich. Da gab es in den 80er Jahren, wie das im DDR-Slang hieß, einen Konsum. Also ein Tante-Emma-Laden. Das ist nicht ganz richtig, weil keine Tante-Emma drin war, sondern das war Teil einer größeren Organisation, aber jedenfalls ein kleiner Laden. H.O. Dieser H.O., ja. Dieser Laden war extrem selbstbewusst und extrem orientiert am wachstumskritischen Diskurs. Der hatte nämlich ein Schild über der Tür stehen. Ja, was wir nicht haben, brauchen Sie nicht. Und dieses... dieses Schild hat dann irgendjemand entdeckt, ist ja so geil, dass das auch heute noch, ich weiß nicht, ob da in selben Laden, jedenfalls im Dorfe prangt und ist wieder hochmodern geworden. So, den Karlauer vorweg. Ich würde ganz gerne ein bisschen zurückkehren zum Wachstumsdilemma der Linken. Oder interessiert die Linke hier niemand? Ich versuche das mal mit Folgendem. Wie funktioniert linke Politik gegenwärtig auf der Bundesebene? Ich bin Wirtschaftsreferent in der Fraktion, davon habe ich in den letzten 8 Jahren ein bisschen was mitgekriegt. Diese Politik, abgesehen von außenpolitischen Fragen, Krieg, Frieden oder fachpolitischen Spezialfragen. Also der Hauptstrom funktioniert so. Wir identifizieren soziale Probleme und nicht erfüllten öffentlichen Bedarf. Den stellen wir fest. Dann stellen wir fest, das geht so nicht. Diese sozialen Probleme müssen entschärft gelöst werden. Der öffentliche Bedarf, infrastrukturell und so weiter, muss bedient werden. Dann identifizieren wir die Finanzierungsquellen. Wo kommt die Kohle dafür her, um die Probleme zu lindern oder zu lösen? Wir bekommen dann in einen Zusammenhang, der in der Grundlinie der Politik der Linken auf Bundesebene so lautet, wir identifizieren die Notlagen, Bedarfe und Probleme der Gegenwart und unsere politischen Umverteilungsvorschläge reagieren auf diese Notlagen, Probleme der Gegenwart. Und dabei vergessen wir in der alltäglichen Praxis allzu oft, man kann fast sagen fast immer, das, was auch auf unseren Fahnen steht, nämlich nicht nur die Korrektur der Geldrelationen, sondern die Umbaupfade in den verschiedenen Bereichen. Und eigentlich ist das doch nicht so schwer, das zu ändern. Man könnte zum Beispiel Bezug nehmen auf das, was im Oktober 2008 passiert ist. Innerhalb einer Woche wurde durch den Bundestag gepeitscht ein 480 Milliarden Bankenrettungsprogramm. Innerhalb einer Woche mit abgekürzten parlamentarischen Verfahren war plötzlich etwas möglich, was davor, hätte jeder gesagt, ist undenkbar, dass in einem Volumen des Doppelten eines Bundesjahreshaushalts etwas beschlossen wird, was die Fehler der Vergangenheit korrigieren soll oder eindämmen soll oder in ihrer Entfaltung eindämmen soll. Und es ist undenkbar für die Lösung wesentlich relevanterer, drängenderer Zukunftsfragen, vielleicht gar nicht diese Dimension, sondern kann eine ganze Ecke kleiner sein, Geld zu mobilisieren und diesen Vorschlag populär zu machen. Ist das undenkbar? Ich glaube überhaupt nicht. Man müsste es nur tun. Und das wird leider kaum getan. Oder ein anderes Beispiel. Sollte man nicht in der Steuer- und Abgabenpolitik mal überlegen, ob man die Umwelt Abgaben und Steuern, die gegenwärtig erhoben werden, die haben mit Mineralölsteuer, Ticketsteuer, Stromsteuer, Energiesteuer und was dann noch dazu kommt, so ein Volumen von 60, 70 Milliarden Euro gegenwärtig pro Jahr. Das kann man zum gegenwärtigen Zeitpunkt kaum erhöhen, weil eine Erhöhung hätte sofort schlechte soziale Folgen, weil diejenigen mit höherem Konsumanteil, höherem relativen Energieanteil an den Konsumausgaben mit Recht sagen würden, eine solche Erhöhung ist antisozial. Sie mag gewisse ökologische Lenkungswirkungen haben, aber sie ist antisozial. Würden wir nie vorschlagen und sollten wir auch nicht vorschlagen. Aber ist es nicht denkbar, dass man das Instrument umkehrt und sagt und mal überlegt wenigstens, ob man
die Einkünfte durch Umweltsteuern und Abgaben nicht wieder verteilt an die Bevölkerung. 1:1. Das würde netto bedeuten, dass diejenigen mit weniger Einkommen unterm Strich was zurückbekommen. Und diejenigen mit höherem Einkommen, weil höheren Energie- und Umweltverbrauchs, netto Zahler sind. Das würde, wenn man das umlegt, eine Jahresauszahlung pro Kopf zum gegenwärtigen Zeitpunkt von 700 oder 800 Euro bringen. Also für eine vierköpfige Familie, wenn es 750 wären, immerhin 4 × 750, 3.000 Euro. Und über solche, und der große Vorteil wäre, man könnte dann das, was nötig ist, also die Verteuerung des schlechten Konsums, also Energie, Ressourcen und so weiter, könnte man dann auf einem politisch vielleicht sogar festgelegten Pfad verteuern mit sozial sinnvollen, richtigen Folgen. Über einen, so einen Vorschlag kann man in unseren Kreisen irgendwie kaum nachdenken. Nicht mal nachdenken. Und das, finde ich, ist wiederum ein Fehler. Und da gibt es andere Vorschläge, die auch in solche Richtungen gehen, die vielleicht anders konstruiert sind. Wir bleiben gegenwärtig, jedenfalls in der Bundespolitik, immer, vielleicht nicht immer, aber fast immer, bei der Identifikation der sozial- und öffentlichen Probleme in der Gegenwart, der Identifikation der Finanzierungsquellen und bleiben auf diese Weise den momentanen Problemen verhaftet. Wir schaffen insbesondere für die jüngeren Leute, ich erlebe das bei meinem Sohn, der ist 25 Jahre alt, nahezu keine Attraktivität, das ist sozusagen, es geht um was. Wir haben in gewisser Weise einen verkürzten gewerkschaftlichen Ansatz in der Politik selbst. Der unmittelbaren Interessenvertretung, des Nicht-Ansprechens des ganzen Menschen, mit seinen ganzen Perspektiven, mit seinem ganzen Wollen. Und das ist etwas, was, glaube ich, einigermaßen zügig, nicht heute, nicht morgen, aber doch einigermaßen zügig korrigiert werden muss, wenn wir, ich wiederhole es, nicht aussterben wollen. Ja, ich wollte noch was Salz in eine andere Wunde streuen oder anderes Salz in dieselbe Wunde, bei der wir jetzt gerade sind. Bei dem, was schon alles schwierig ist, ist es hier mehrfach aufgezählt worden. Ich empfinde das genauso. Aber vielleicht müssen wir auch mehr anfangen, das sozusagen als Herausforderung zu begreifen, in der wir gemeinsam einfach öfter und mehr und spannender diskutieren, als uns das im Alltag gelingt. Und zwar die Frage des Verzichts. Also dieses Wort ist sozusagen auch ein bisschen bäh und ich verstehe auch, warum. Und es ist auch ganz schwierig für eine linke Partei, das zu diskutieren, überhaupt für eine politische Linke. Wir haben heute zum Teil schon Redebeiträge gehabt, wo Leute vorgestellt haben, Initiativen bei sich im Ort, wo sie zum Teil selber aktiv sind. Vielleicht kennen einige von euch das auch, so Transition Town Initiativen oder Umsonstläden oder so. Es gibt Teile der aktiven politischen Linken, die finden das so ein bisschen esoterisch, spinnert, Hippie-Kram, so ein bisschen unpolitisch, unterkomplex, nicht genug durchdacht. Das mag auch zu weiten Teilen stimmen, aber ich würde sagen, es ist zumindest bemerkenswert, dass es sowas gibt wie soziale Bewegungen um eine grundsätzliche politische Frage, die sich zum Teil in Orten findet, wo die Linke als Partei, und zwar wohlgemerkt in Ostdeutschland, nicht mehr genug Leute auf die Straße bringt, um eigene Kommunalfraktionen zu stellen. Da finden sich Leute zusammen und machen aus irgendwelchen runtergerockten Bahnhöfen ein Begegnungszentrum im Ort, rund um Fragen von anderen Formen der Ernährung, anderes Wirtschaften und so weiter. Das mag nicht im GWG-Kritikbereich sozusagen den linken Anforderungen an Analyse genügen. Und es mag auch sonst vielleicht nicht alles links durchdacht sein. Vielleicht wählen von denen einige auch eher Piraten oder Grüne. Aber es sind sozusagen relevante politische Akteure in der Gesellschaft, die meines Erachtens von vielen und vor allem vor Ort noch nicht genug in Augenschein genommen worden sind, als potenzielle Partnerinnen und Partner für gesellschaftlichen Wandel. Das ist der erste Punkt. Der zweite setzt daran, dass ich sagen muss, natürlich sind die aber nicht die einzige Gruppe, weil mit denen könnten wir über Verzicht diskutieren, als politische Linke. Mit der Mehrheit der Bevölkerung können wir das nicht. So, also das muss man, glaube ich, schon mal sagen für eine politische Partei, die versucht, Mehrheiten zu organisieren oder, ich sage mal, relevante Minderheiten in Parlamenten zu organisieren, ist das eine enorm schwierige Frage. Wir haben hier auch schon einige Beispiele gehabt, wo der Kapitalismus ineffizient ist. Fand ich einen sehr guten Beitrag. Können wir alle noch andere Sachen sagen? Hier, ich habe heute früh das Display zerkratzt, geplante Obsoleszenz. Leute bauen uns technische Geräte, die gehen geplant nach ein paar Jahren in den Arsch, damit man Neues kaufen soll. All diese Sachen sind bekannt. Das heißt, es gibt auf jeden Fall
Potenziale, Gesellschaft effizienter, ressourceneffizienter zu organisieren. Ich glaube trotzdem, wenn wir ehrlich sind und uns sozusagen unsere Konsumwünsche angucken, dass uns das noch nicht unbedingt auf ein Level senkt, dass etwas, also das deutlich weniger kolonial ist als das, was wir heute machen. Denn das, was wir machen, sozusagen dreimal mehr Erden in Anspruch zu nehmen mit unserer Lebensweise, als überhaupt zur Verfügung stünden, das ist faktisch, wenn man es in den internationalen Kontext setzt, nichts anderes als die Fortsetzung kolonialer Praxen. Das muss man auch, glaube ich, mal so direkt sagen. Wenn man sich mit internationaler Solidarität befasst, ist die Art und Weise, wie wir leben, der Standard, den wir als Gesetz betrachten, eine Katastrophe. Nicht nur für Leute in China, sondern an vielen anderen Stellen auch. Das Dilemma, also ich habe es selber mal gemacht, kann man im Internet machen, wie viel Erden, da wird so gefragt, wie viele Flugreisen hast du gemacht, wie viel fährst du Auto, wie groß ist dein... Ich kenne niemanden, der auf ein Level kommt, wo man sagen könnte, es geht in Ordnung. Ich kenne niemanden. Ist wirklich frustrierend. Und das Dilemma ist jetzt der Punkt von vorhin, dass ich glaube, wir können keine Wahlen gewinnen, wenn wir sagen, wir müssen verzichten. So, was machen wir jetzt damit? Man kann zum einen sagen, ich weiß keine Antwort jetzt, ne? Ist eher so eine Probe in die Runde, ja, so einfach mache ich es nicht. Man kann sagen, technische Lösungen. Ne? Also ich verfolge mit großem Interesse diesen Solarflieger, der dort gerade versucht, die Erde zu umrunden, ohne sozusagen ohne abzustürzen, das auch, aber auch ohne fossile Brennstoffe. Das heißt, es gibt sozusagen schon Forschung an vielen Bereichen, Effizienzsteigerungen und so weiter. Natürlich ist da viel drin. Und es gibt sozusagen nicht alles, was technische Erneuerungen sind, ist automatisch böse und schlecht. Aber gleichzeitig, glaube ich, müssen wir vorsichtig sein, darauf sozusagen all unsere Hoffnung zu setzen. Nicht zuletzt, weil sozusagen auch die Leute, die Forschung finanzieren, Interessen haben, die eben nicht in unsere Richtung gehen. Ich glaube, wo man als Linke aber vielleicht wenigstens einen Blumentopf gewinnt, ist doch sozusagen den Fokus stärker auf andere Sachen zu setzen als auf Verzicht. Und zwar diese Frage des... guten Lebens. Und zwar jetzt auch nicht unbedingt so, wie das vielleicht die Transition Town Initiative macht, die darauf verweist, dass das Land Bhutan einen Glücksindex eingeführt hat statt BIP oder so. Nein, dass wir konkret in Deutschland drüber reden, wie sieht es denn aus mit sozialen Infrastrukturen? Ja? Wie kann denn sozusagen die Infrastruktur geschaffen werden in der Bundesrepublik, dass man sagt, ich wohne in der Uckermark und da fährt einfach mal kein Bus. Natürlich brauche ich in meiner Familie ein Auto, ich brauche sogar zwei oder drei, wenn mehrere Leute dort arbeiten gehen. Die Frage steht ja gar nicht. Wenn es einen kostenlosen oder fahrscheinlosen ÖPNV gäbe, dann wäre zumindest in vielen Städten, in vielen größeren Städten, wenn er bezahlbar wäre, eine Alternative zum PKW da. Menschen könnten anders leben. Dasselbe gilt für ein öffentliches Gesundheitswesen, das anders organisiert ist. Du hast es schon gesagt, es gibt an vielen Stellen sozusagen Pfadentscheidungen, wo wir insgesamt als Gesellschaft Ressourcen anders einsetzen können. Transportbesteuerung ist was anderes, also ist auch eine wichtige Frage. Das ist heute sozusagen, wenn man ein Sparfuchs ist oder wenig Geld hat, das Billigste ist, über das Internet sich den Scheiß aus der ganzen Welt zuschicken zu lassen und nicht mehr im Laden nebenan zu kaufen. Wenn man berechnet, was das an zusätzlichen Transportkosten macht, es ist insgesamt unsinnig. Und das muss sicherlich eine Lösung sein aus rein ordnungspolitischen Maßnahmen. Ja, die sind unpopulär, aber ich finde sozusagen, es darf eigentlich perspektivisch kein Recht darauf geben, solange Flugzeuge so organisiert sind, wie sie das heute sind, dass man zum Shopping nach London fliegt von Berlin aus. So, ich verurteile niemanden, der das tut. Es ist insgesamt ein Lebensstil, der nicht tragbar ist. Und das hat an vielen Stellen damit zu tun, wo Gesellschaft auch steuern kann. An vielen anderen geht es darum, dass wir als Linke eigentlich die Aufgabe haben, Leuten zu malen, wie Gesellschaft aussehen soll. Und da geht es darum, soziale Infrastrukturen neu zu diskutieren. Und ich glaube, das ist auch was, was wir gewinnen können, wo wir gesellschaftliche Mehrheiten auch mit anderen Partnern bekommen. Darauf die Diskussion zu fokussieren, der Verzicht wird es halt leider nicht bringen. So ein paar Punkte wollte ich auch noch anschließen. Ich gehe die mal etwas schnell durch. Es geht auch wieder um sozusagen die Frage, einerseits Verzicht und soziale Infrastrukturen bringt mich doch nochmal auf die momentane Diskussion über Gabriels Klimaschutzplan. Muss ich kurz erklären. Genau, wo also die SPD, also das Umwelt- und Wirtschaftsministerium gesagt haben, um die sich von der Bundesregierung selbst gesetzten Klimaschutzziele, will sagen 40% Emissionsreduktion bis 2020 gegen ein Vergleichsjahr 1990 zu erreichen, muss es zusätzlich zu den gegebenen Emissionshandel etc. Bestimmungen noch ein weiteres Instrument geben, mit dem jetzt direkt in den Steinkohle, vor allem in den Braunkohlekraftwerks, in den fossilen Kraftwerkspark eingegriffen wird und über eine Abgabe
die dreckigsten Braunkohlekraftwerke, also fossile Brennstoffe sind ganz schlimm, innerhalb der fossilen Brennstoffe ist die Kohle der schlimmste und innerhalb der Kohle ist die Braunkohle die schlimmste. Da. Braunkohlekraftwerke müssen dicht gemacht werden und die Braunkohle muss eigentlich im Boden gelassen werden. Aber jenseits dessen hat also die SPD, haben die SPD-Ministerien gesagt, wir machen jetzt einen neuen Klimaschutzplan. Der ist, das weiß die IGBCE ganz genau, möglicherweise der Einstieg in die Debatte um den Kohleausstieg in Deutschland. Das wissen die auch schon seit 4 Jahren, seit es den Atomausstieg gibt. Stellen die sich dafür auf. Deswegen haben sie den DGB gekapert mit Rainer Hoffmann. Deswegen sind heute, ich schweife ein bisschen ab, aber das ist gerade der Kampf, den ich mit sozusagen, ich bin in dieser entstehenden Anti-Kohle-Bewegung sehr aktiv, deswegen, das brennt mir gerade unter den Nägeln. Es sind jetzt gerade mehrere tausend Leute in Garzweiler bei einer Menschenkette gegen die Braunkohle und vermutlich einige tausend mehr, dummerweise, von der IGBCE und Verdi. Wo du Mitglied bist. Wo ich Mitglied bin, dazu komme ich gleich, vom Kanzleramt für die Braunkohle. Es brennt gerade die Hütte, es knallt richtig in der Kohlefrage. Und das ist eine der zentralen politischen Wachstumsauseinandersetzungen, die momentan in der BRD geführt werden. Deswegen ein bisschen sozusagen dazu. Ne? Die IGBCE weiß seit Jahren, jetzt geht's an die Kohle. Dafür stellen die sich auf, deswegen gibt es auch anteilig heute in der SPD-Fraktion mehr IGBCE-Kader als zu irgendeinem anderen Zeitpunkt. Also die Fraktion ist deutlich geschrumpft, aber that's another problem. Und so, in dieser Debatte nehmen, also und unser Gewerkschaftschef Frank Sirske, der interessanterweise nicht nur bei den Grünen ist, sondern auch RWE-Vorstandsmitglied, ob es da trotzdem müsste es da Unvereinbarkeitsbeschlüsse geben, meiner Meinung nach, altes Mittel. Die haben sich alle aufgestellt für die Kohle. Jetzt ist dann ganz konkret für mich die Frage, und natürlich hat sich die Brandenburger Linkspartei auch im Rahmen der Regierung natürlich auf die Seite der Pro-Kohle-Leute gestellt oder ist Teil von Team Kohle. Und ich finde, das wäre, weil da kann man nicht nur von den Atomkonzernen sprechen, die Kohle ist ganz anders eingegraben. In der Lausitz, das ist immer dieses Zitat, was ich gerne nenne, da habe ich mal mit jemandem geredet, der sagt, es gibt dieses Zitat, ich bin Bergmann, wer ist mehr? Na, da sieht man sozusagen, Team Kohle ist ganz anders gesellschaftlich eingegraben, als die Atomkraft war. Aber das ist für mich so ein Punkt. Diese SPD-geführten Ministerien, die haben wirklich was gemacht. Die haben gesagt, wir greifen in den Braunkohlekraftwerkpark ein. Der muss schrumpfen. Die haben gesagt, das wird schrumpfen. Die IGBCE stellt sich voll auf die Hinterbeine. Unsere Gewerkschaft, in der du ein bisschen relevanter bist als ich, sozusagen stellt sich auch da gerade auf. So, aber es ist so, da müsste doch für uns, die im Weiteren in verschiedenen Sinnen Linke sind, was zu holen sein. Nämlich, was da zu holen sein müsste, ist, wir müssten uns überlegen, wir haben jetzt von Verzicht geredet, wir haben von sozialen Infrastrukturen geredet. Wie sieht denn die sozial-ökologische Transformation in einer Braunkohleregion aus? Und ich sozusagen, ich selbst kann sagen, ich bin so ein radikaler Öko-linksradikaler Bürger. Ich kann, wenn ich so einen Plan vorlege, interessiert das keine Sau. Wenn ich mit Leuten in Cottbus rede, die gucken mich an, denken sich, warum rede ich denn mit denen? Kann ich nachvollziehen. Aber da müssten sozusagen aus, möglicherweise Stiftungen, aus Parteien, aus Fraktionen, da müsste mal was vorgelegt werden. Und von den Gewerkschaften. Wenn die Gewerkschaften immer wieder sagen, nichts über uns ohne uns. Es darf keine Diskussion über den Ausstieg aus der Braunkohle geben, in denen nicht die Gewerkschaften mit vorne dran sind. Dem stimme ich völlig zu. Ich würde es mir nicht anmaßen, zu sagen, wie so ein Plan aussehen müsste. Aber wenn von den Gewerkschaften und von der Brandenburger Linken da nur gemauert wird, wenn gesagt wird, wir brauchen gerechte Übergänge, aber dann wird nicht gesagt, wie so ein gerechter Übergang aussehen kann. Und es wird nicht mal, wenn wir bei unserer Klimakonferenz in Köln Leute einladen von DGB, Verdi, IG Metall, BCE, auf ein Panel zu kommen, sozial-ökologische Transformation in Braunkohleregionen, und da wird nur gemauert, dann ist das traurig sozusagen. Dann bleiben wir in diesem Problem hängen, dann bleiben wir im Dilemma stecken. Und wir können sozusagen nur daraus, indem wir ganz konkrete Vorschläge machen. Einer dafür muss sein, wie kann ein sozial-ökologischer Übergang, gerechter Übergang in der Braunkohleregion aussehen. Sorry, dass ich dazu lange geredet habe, aber das ist gerade eine sehr wichtige Auseinandersetzung, und da muss die Linke an den Start kommen in Brandenburg. Da hat sie nämlich was zu melden. Und das ist eines der zwei großen Braunkohleländer. Das andere ist eben das Rheinland, das NRW. So, da muss die Partei einfach vorlegen, und da müssen die Gewerkschaften vorlegen. Das ist das dritte kleinere. Naja, Sachsen ist natürlich, auch. Natürlich, Lausitz ist auch noch Sachsen. Ich hatte Sachsen-Anhalt. Genau. Ne? So, ich mache noch ganz kurze Punkte. Da vorne gefragt, was unsere Position zu Rifkin ist. Steffen, der sich hier besser auskennt, sagte, es gibt nie die Position der Stiftung, es gibt nur Positionen aus der Stiftung. Also zu sagen, eine der Positionen aus der Stiftung. Nicht unser Job. ist zu sagen, ja, wir haben ja auch eine, es gibt auch eine Referentin hier für sozusagen solidarische Ökonomie. Wir gucken uns diese Dinge mit großem Interesse an, diese nicht sozusagen monetären, nicht Wachstumswirtschaften,
haben aber immer wieder die Sorge, dass die eben in so einem Nischenstatus verbleiben. Also sozusagen, was uns auch interessiert, ist die Frage, wie können sie über einen kleinen sozusagen Status, wo nur ideologisch hochmotivierte Leute in so ein Nischenprojekt einsteigen, wie können sie darüber hinauswachsen? Und das ist, glaube ich, ich sage jetzt einfach mal eine offene Frage. Die letzten zwei Punkte. Einmal, wenn man sozusagen über die Frage Wachstum in China redet, muss man über einen weiteren Punkt reden, mit dem wir strategisch ein enormes Problem haben. Und das ist die Anerkennung und die Leistung von Reparationen für ökologische Schuld. In einer Austeritätssituation, das ist natürlich totaler Wahnsinn zu sagen, wie soziale Bewegungen im globalen Süden gefordert haben, ihr müsst 6% eures BIP in Süden umverteilen. Das stimmt, inhaltlich und moralisch. Ist aber strategisch natürlich überhaupt nicht machbar, weil wir wissen dann, wer den Gürtel enger schnallen muss. Ne? Dann dieser Christsatz, der war total super. Aber sagen, da müssen wir über ökologische Schuld, als jemand, der aus der Klimagerechtigkeitsbewegung kommt, ist etwas, was wir machen müssen, angehen müssen, aber nicht wissen wie. Das ist ein totaler Hänger. Der letzte Punkt, die Indexdebatte ist, glaube ich, ein bisschen eine Ablenkung. Wir reden, also die Wachstumskritikerinnen reden, ich glaube, das ist wirklich eine Ablenkung im strategischen Sinne. Es geht immer welche um... Welche Indexdebatte meinst du? Also ob wir jetzt das Wachstum als BIP oder als Glücksindex oder so messen. Die Frage ist immer der totale Ressourcenverbrauch. Das ist immer erstmal die grundsätzliche Wachstumsfrage. Ob man das jetzt im BIP, ich habe meinen Vortrag gehalten bei so einer jungen DIHK-Veranstaltung und als ich gesagt habe, Leute, ihr steht doch nicht auf und produziert morgens, damit ihr abends das Bruttosozialprodukt steigert, wir sind ja nicht geier Sturzflug, sondern die haben gesagt, GWG-Strich konnten die voll verstehen, die sagten, ja, ich investiere morgen, damit abends mehr Kohle rauskommt. So, deswegen, es geht um den Ressourcenverbrauch. Ja. Entschuldigung. Da gibt es auch einige, das ist dann die RWE-Position. Ich will aber sagen, wir müssen, ganz ehrlich, es geht um den totalen Ressourcenverbrauch und dann müssen wir, wenn immer gesagt wird, ja, wir müssen doch darüber reden, was wachsen kann, gerne. Wir müssen auch darüber reden, was schrumpfen kann und wie. Wenn wir diese beiden Debatten zusammenführen können, dann ist es intellektuell redlich. Na, alles andere ist immer so ein bisschen... Okay. Genau, jetzt mal wieder auf. Ich sag mal, wen ich als die nächsten fünf Leute bisher. Also, ich habe auch weibliche Meldungen. Die habe ich noch gar nicht gesehen. Ah, da hinten, sehr gut. Okay, dann nehme ich erstmal gleich dich dran. Und dann gehe ich die anderen weiteren durch. Hier vorne. Hallo. Ja, hallo. Marien Kaputte. Was eine Herausforderung ist auf vielerlei Ebenen. Ich komme eigentlich aus der Lausitz, kenne also die Braunkohle-Position und mache eigentlich Theater, also Theaterformen, die auch sich mit Transition beschäftigen, das heißt in Transition Cities arbeiten, aber eben auch ne, Dresden, Lausitz, also gerade in anderen Schichten, jetzt nicht in denen, die schon Worte dafür haben, versuchen ja, ganz, ganz viel Reichtum, also da fallen eigentlich Ideen und Interventionsvorschläge so, fallen so raus. Und ich frage mich, was es könnte ein Bindeglied sein, ne? Von, lustigerweise hat sogar die Friedrich-Ebert-Stiftung das angefragt, ne? Also wo du sagst, Wachstum schieben ja endlich auf die lange Bank, sind die, empfinde ich manchmal noch mehr interessiert als linke parteipolitische Strukturen, in meiner Erfahrung. Also ich frage mich, was kann ein Bindeglied sein von den, ja, von den sehr Basiserfahrungen, von den sehr reichen Impulsen, die aus der Bevölkerung kommen, auch Ängste, Nöte, Rassismuskritik ist in Dresden natürlich auch noch ein Ding. Für mich, die Linke als Partei sollte ein Filter sein, um diese Impulse aufzunehmen. Genau, frag mich aber noch, wo das stattfinden könnte. Gerne als Frage an alle. Multipliziert die mal, bitte. Ich hier vorne. Ja, mein Name ist Wolfgang Borchert, ich bin von der Ökologischen Plattform. Ich möchte mal ähnlich wie der allererste Beitrag was Persönliches sagen. Und dann wird auch gleich deutlich, warum. Meine Schwägerin hat jetzt eine Rentenerhöhung bekommen. Das sind 5.000 Rubel. Knapp 90 Euro. Ich will damit nur sagen, uns geht es gut. Waren die 90 Euro die Erhöhung oder die ganze Rente? Die Rente. Die Rente. Dachte ich. Und insofern möchte ich mit Wolf Krämer widersprechen. Er hat auch davon gesprochen, von den 3.000 Euro, die jemand in der Mittelschicht bekommt und dann Ängste bekommt. Ich habe nach 45 Arbeitsjahren als IT-Administrator 2.200 brutto gehabt. Ich bin der Meinung, manchmal sind die Perspektiven etwas verschoben bei uns.
Und deshalb meine ich, wir müssen auch, nicht nur, aber auch über Verzicht reden. Verzicht im materiellen Sinne, das heißt nicht unbedingt, das war vorhin schon mal gesagt worden, Verzicht in Lebensqualität. Und um es etwas zuzuspitzen, wer für Wachstum des Bruttoinlandsprodukts, das ist nicht bisher nicht nachgewiesenermaßen entkoppelt vom Ressourcenverbrauch. Wer das versucht auseinander zu dividieren und sagt, wir brauchen aber Wachstum des Bruttoinlandsprodukts, damit wir unsere sozialpolitischen Maßnahmen durchsetzen können, da behaupte ich jetzt mal etwas zugespitzt, der hat vor dem Kapitalismus kapituliert. Und zwar mit folgender Begründung. Steffen hat es vorhin schon gesagt. Natürlich sind Umverteilungskämpfe bei wachsender Wirtschaft, bei wachsendem Teil des Kuchens, der verteilt werden kann, leichter durchzusetzen. Das ist völlig klar. Aber dass der größte oder der größere Teil eben nicht verteilt wird, ist die eigentliche Schande. Und das müssen wir meiner Meinung nach angehen. Und nicht mit der Notwendigkeit in der Durchsetzung von sozialpolitischen Zielen Wirtschaftswachstum begründen. Das halte ich für eine falsche Diskussion. Okay. Ich muss sagen, es melden sich allerlei Leute, auch Leute, die schon mal gesprochen haben. Ich habe erstmal, Moment, wir haben noch maximal eine halbe Stunde, das heißt, wir haben also sozusagen Grenzen und innerhalb derer müssen wir uns solidarisch verhalten. Das heißt, realiter pro Person dürft ihr eigentlich nicht länger, solltet ihr nicht länger als 2 Minuten reden. Ja, okay, ich habe sozusagen, und ich habe kurz mit Steffen konferiert, wir sind der Meinung sozusagen, die Genderfrage trumpft die Erstrednerinnenfrage, Erstrednerfrage, Entschuldigung. Deswegen wäre jetzt erstmal die Genossin hier unten dran. Ja, mein Name ist Gabriela Lange und ich finde den Aspekt des Verzichts, den wir hier immer diskutieren, finde ich total gut. Ich denke auch, Verzicht ist gar nicht schlecht. Manchmal frage ich mich aber wirklich, ob wir so viel Verzicht wirklich leisten müssten, wenn vernünftig produziert würde. Weil im Grunde genommen haben wir im Moment Drucker, Fernsehgeräte, Computer, die alle daraufhin produziert werden, dass sie nach 2 Jahren, wie auch immer, kaputt gehen. Wenn die Geräte aber alle länger halten würden, dann hätten wir im Grunde genommen auch nicht jedes Mal wieder nach 2 Jahren den Punkt, dass wir ein neues Gerät kaufen müssten. Das gleiche gilt für Darmstrumpfhosen, das weiß ich jetzt, die gehen ziemlich schnell kaputt. Aber es gibt halt mittlerweile Glas, das kann man auf den Boden werfen, das geht nicht mehr kaputt, das ist halt wiederverwendbar, also weil es einfach nicht kaputt geht. Und wenn diese ganzen Innovationen, die es ja in dem Sinne, die es ja wirklich schon gibt, es gibt halt Glas, das nicht kaputt geht, muss man auch kein Plastik nehmen und so weiter, dann ist auch an verschiedenen Stellen gar nicht so viel Verzicht nötig. Und ich denke, dass wirklich die Industrie und auch die herrschende Klasse im Grunde genommen dahin gebracht werden muss, auch diese Innovationen, die es halt gibt, wirklich auf den Markt zu bringen. Und damit auch Ressourcen schonen zu können. Und das wäre schon mal ein Riesengewinn, den wir haben. Und dann kann man immer noch weiter gucken, an welcher Stelle muss dann wirklich verzichtet werden. Ja. Axel da hinten gemeldet? Ich. Ne? Axel war hinten und dann. Axel Trost aus Leipzig und seit 40 Jahren bekennender Alternativökonom. Und ich will zu ein paar Punkten was sagen, wobei ich finde eben auch wichtig, dass die Debatte zu Wachstum so bunt ist, wie sie hier eben auch angesprochen ist und von der Frage regionale Widerstände organisieren und Alternativen aufzeigen bis hin zu Montag machen wir mal eben die Umverteilung, Dienstag organisieren wir die Produktion neu und Mittwoch nehmen wir uns dann die nächste Aufgabe vor. Ich will aber noch mal zu ein paar Aspekten, die hier nicht angesprochen worden sind. Die Diskussion makroökonomisch kam ja durch die Grünen auf mit dem sogenannten Nullwachstum. Und da habe ich damals mit vielen anderen schon damals gesagt, völliger Schwachsinn. Sondern wir haben Bereiche, die müssen schrumpfen. Und zwar damals schon 84 so gesagt. Und es gibt Bereiche im sozialen Bereich, die müssen dick steigen. Also insofern eine Orientierung auf Nullwachstum, ohne zu sagen, was das strukturpolitisch heißt, finde ich dummes Zeug. Zweiter Punkt, ich finde es ganz gefährlich bei aller Erklärung, dass natürlich Kapitalismus und Wachstum von BIP mit Ressourcenverbrauch und so nicht weitergeht. Aber wir müssen ja auch zur Kenntnis nehmen, was im Augenblick sozusagen in Europa und in Südeuropa abläuft.
Und wir haben in Griechenland einen Rückgang des Sozialproduktes innerhalb von 4 oder 5 Jahren von 25%. Jetzt den Griechen zu sagen, wir setzen nicht auf eine Wachstumsstrategie, sondern wir nennen das jetzt irgendwie anders und guck mal, dass er das mit Arbeitszeitverkürzung und sonstigem hinkriegt, ist zynisch. Also insofern muss man natürlich auch sagen, auch dort, wo wollen wir sozusagen Arbeitsplätze schaffen, wo wollen wir in sinnvollen Bereichen dann auch eine Umsteuerung machen. Dritter Punkt, ich finde es ganz wichtig, dass man auch zur Kenntnis nimmt, es gibt ganz viel, was vor 20, vor 25 Jahren schon Vernünftiges gemacht worden ist. Wir haben in Bremen, damals war ich noch Bremer, einen Bremer Energiebeirat gehabt, der hat zur Aufgabe gehabt, für das Land Bremen, ausgehend von 1990 bis zum Jahr 2020 eine Reduktion des CO2-Ausstoßes um 40% zu machen und hat dafür auch konkrete Strategien entwickelt. Das ist nur dann alles im deutsch-deutschen Einheitswahn sozusagen untergegangen. Und dazu gehört natürlich Strategien Gebäudesanierung, dazu gehört Strategien aus Energieversorgern, Energiedienstleister zu machen und vieles andere mehr, mit dem man zeigen kann, man kann konkret ökologisch richtig große Erfolge erzielen und kann das mit Arbeitsplätzen verbinden. Und letzter Punkt, und das finde ich schon wichtig, man muss eben auch sagen, wir wollen umsteuern. Und dazu, der Hans hat das schon gesagt, kann man natürlich auch wirklich sagen, wir müssen Instrumente, sei es Steuern, sei es Gebühren, sei es anderes, zusätzlich einsetzen, um Verhaltensänderungen zu erzwingen. Natürlich muss die Kurzfliegerei und die Billigfliegerei wieder zurückgenommen werden, wenn man wirklich da Erfolge erzielen will. Sonst hat man da gar nicht, kann man in dem Bereich überhaupt nichts erreichen. Aber man muss Alternativen dann auch konkret aufzeigen. Und deswegen war es ein Wahnsinn zu sagen, wir erhöhen die Benzinsteuer zur Finanzierung der Rente. Das war nämlich der Schwachsinn. Sondern wir erhöhen die, um den ÖPNV mit diesen Mitteln umzubauen und wirklich auch Alternativen aufzuzeigen. Und allerletzter Punkt, weil das hier auch angesprochen worden ist und ich auch in dem Wahlkreis ländlicher Region Sachsen, wir müssen die Frage Mobilität im ländlichen Raum, weil sozusagen immer geringer werdender Bevölkerung, da müssen Alternativen her. Da ist es letztlich nicht, auch betriebswirtschaftlich, auch im Sozialismus, nicht machbar, mit leeren Bussen durch die Gegend zu fahren, sondern da muss man, also um dann mal irgendwie einen zufällig dann zu transportieren, sondern dann muss von Teile-Autolösungen über Sammeltaxi, über vieles andere mehr, müssen konkrete Alternativen entwickelt werden. Und da fangen wir in Sachsen so ein bisschen mit an, aber da muss man dann auch gemeinsam sich innerhalb der Linken austauschen, wie das in den einzelnen Regionen macht. Nur ganz kurz, ich würde nur sagen, du kannst dich gerne melden, du sozusagen kommst ja recht schnell nach vorne, aber es wäre gut, wenn du dich meldest, damit die Diskussion, weil bisher fand ich die eigentlich total sozusagen respektvoll und das fand ich wirklich sehr gut und ich fände es auch schön, wenn wir dabei jetzt noch bleiben, weil das wäre unangenehm, wenn es dann am Ende so ein bisschen ausartet. So, ich will auch schon mal ein, zwei Leute darauf vorbereiten, die sich gemeldet haben, das kann ein bisschen knapp werden mit so der nach oben Begrenzung. Je nachdem, wie lange die anderen jetzt reden, kann es sein, dass ihr nicht alle drankommt, die sich gemeldet haben. Das würde uns jetzt sagen, jetzt schon mal, es tut uns leid, aber wir wollten die Leute auch nicht zu sehr abschneiden immer. Wenn ich noch eine Meldung von Frau kommt, dann bist du dran. Und du wirst, glaube ich, mit Sicherheit nicht mehr drankommen. Sorry. Ich würde gerne mal was zu dem Verweis auf das schlechte Leben in anderen Ländern geben oder machen wollen. Ich habe lange entwicklungspolitische Bildungsarbeit gemacht und ich halte es für einen sehr schwächenden Verweis. Also die CSU hat es jetzt, der Söder hat es jetzt auch gerade schön mit Estland und Griechenland gemacht. Also den Esten geht es ja irgendwie schlechter als den Griechen und deswegen haben die Griechen kein Recht, gegen die Autorität vorzugehen. Also das macht der politische Gegner. Und ich habe das ganz oft auch in Workshops und so weiter erlebt. Ich habe viel zu Ghana oder Benin gearbeitet und ja, denen geht es ja viel schlechter. Deswegen hat jetzt die Kasseler Krankenschwester nicht das Recht, für einen besseren Arbeitsplatz zu kämpfen. Und das ist das, also sozusagen, es geht darum, die sozusagen gemeinsame verbindende Struktur, zum Beispiel der Krankenhausprivatisierung in Ghana und Kassel aufzuzeigen und hier die Kämpfe und internationale Solidarität zu organisieren und nicht darauf zu verweisen, dass sie tatsächlich sozusagen objektiv die schlechteren Arbeitsbedingungen haben. Damit gewinnen wir keinen Blumentopf. Und so, und deswegen auch nochmal zu dem Verzicht. Ja, ich glaube, wir alle müssen verzichten, aber das ist eben schwierig zu mobilisieren und ich glaube, damit spielen wir den politischen Gegner eben auch in die Hände, weil die Ungleichheit weltweit, auch in Deutschland, ist ekelhaft. Ja, weltweit haben im letzten Jahr haben, glaube ich, 88 Einzelpersonen so viel Geld gehabt wie die 50% sozusagen ärmsten 50% der Welt. Das ist widerlich und die nehmen entsprechend politischen Einfluss.
eben die auf diese Frage des Wachstums. Also sozusagen, sie haben ein Interesse an enormen Naturverbrauch, ja? Und eine Abnahme der Qualität in Basisversorgung etc. etc. So, und deswegen plädiere ich schwer dafür, nicht darauf zu verweisen, auf die objektiv unterschiedlichen Lebensbedingungen, sondern auf die verbindenden strukturellen Gegebenheiten, in die wir alle geworfen sind. Und ich gönne jedem, der seine 3.000 Euro verdient hat, seine Rente. Ich hätte sie auch gerne, aber damit kriege ich ihn ja nicht vors Knie. So. Also so, das ist okay. Ja? So. Soll er sich erfreuen. So. Wir haben einen administrativen Punkt. Genau, kurz organisatorisch, haben sich jetzt schon zwei Leute an uns gewandt mit der Bitte, Daten zu sammeln wegen Vernetzung und E-Mail-Adressen. Wir werden das hier nicht tun. Wir dürfen das sozusagen auch aus datenschutzrechtlichen Gründen offiziell nicht. Es gibt hier eine Teilnahmeliste, wäre es gut, wenn ihr euch eintragt. Wenn es darüber hinaus Interesse gibt zu bestimmten Themen oder zur allgemeinen Fortführung der Diskussion, Kontakte zu sammeln, müssen wir euch bitten, das selber zu tun. Ihr könnt vielleicht auch sonst am Ende nochmal sagen, ich möchte dazu und dazu was arbeiten oder diskutieren. Wir dürfen sowas auch gar nicht. Also wir dürfen gar nicht in Reihen hier eure E-Mail-Adressen abfragen und rumgeben lassen. Das werden wir auch deswegen nicht tun. Aber Vernetzung ist natürlich gut. Also nutzt ruhig die Gelegenheit, nehmt ein Blatt und reicht es nochmal rum. Wir haben noch 20 Minuten. Ja, der Kollege hier vorne. Ja. Also mein Name ist Arvid Hähnel. Ich wohne in Darmstadt, Hessen. Bin beim Linken Kreisverband dort. Ich wollte einmal darauf hinweisen, dass BIP würde sinken, wenn also der Neuaufbau von Produktionskapazitäten gestoppt werden würde. Also da wäre Gleichstand schon ein Rückschritt in dem Fall. Also bräuchten wir sowieso eine komplette wirtschaftliche Transformation, dass man sowas überhaupt machen kann, das Wachstum stabil zu halten. Momentan ist es so, was ich festgestellt habe, Löhne, wenn also eine Branche wächst, ein Unternehmen wächst, dann sind die Arbeitgeber bereit, höhere Löhne zu zahlen und auch Lohnsteigerungen. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn man sich im Verdrängungswettbewerb befindet, dann geht es darum, die Löhne zu senken. Die Unternehmen, wie sie jetzt sind, versuchen dann die Löhne einfach zu senken. Oder es kommt in so einer Situation bei jetzigen Verhältnissen zu Fusionen und zu immer größeren Unternehmen, was auch meistens nachteilig ist, denn die Unternehmen, die nicht wachsen, die verlieren Marktanteil, die haben dann irgendwann weniger Geld für die Forschung. Also müsste eigentlich eine gleichbleibende wirtschaftliche Tätigkeit global vereinbart werden, weil sonst, wenn Land oder meinetwegen die EU beschließt, dass keine Unternehmen mehr wachsen sollen, dann würden die anderen Unternehmen gewinnen und im internationalen Wettbewerb wäre es ein Nachteil. Und dann will ich noch auf einen neuen Aspekt oder auf einen eher unbekannten Aspekt hinweisen. Konzerne, die orientieren sich zwar am Markt, sind aber innerbetrieblich eigentlich Planwirtschaft. Okay. Okay, vielen Dank. Ich habe jetzt dann hinten, der Kollege hat sich schon sehr lange gemeldet. Und dann, ich sage nochmal gerade, wer die Nächsten sind, weil das ist immer total stressig. Du bist jetzt sozusagen eine, dann meine Kollegin im roten T-Shirt, dann würde ich Ralf, der schon mal gesprochen hat, aber weil sich relativ viel darauf bezogen hat. Langsam am Anfang gemeldet. Ja, Heinz musste vorher. Ja, okay, Heinz, Entschuldigung. Gut, dann machen wir so. 1, 2, 3, 4, 5 und das ist erstmal die Liste. So, Entschuldigung, deswegen ist es nicht ganz leicht, das alles zu managen. Das haben sich einfach mehr gemeldet, als wenn die Grenzen des Wachstums reinpassen. Ja, und hier jetzt auch ganz schnell. Das ist auch noch der Liste. In der Partei haben wir ja gehört, wird noch weniger über Wachstum gesprochen. Das ist Sven Rosig aus Berlin, genau. In der Partei wird weniger über Wachstum gesprochen, aber der Diskurs darüber, den gibt es ja auch schon ein bisschen länger. Das heißt, Club of Rome und so gab es ja auch da solche Überlegungen zu Ressourcenverbrauch und so weiter. Da wollte ich wissen, wie theoretisch solche Dinge wie Jens Reichs Überlegungen oder Faros Überlegungen und auch dieses etwas exotische Werk Kommunismus ohne Wachstum von Wolfgang Kareg, wie weit das eine Rolle spielt überhaupt in den theoretischen Überlegungen zum Umbau der Gesellschaft. Okay. Mein Name ist Heinz Hillewand, ich wohne in Brandenburg heutzutage, komme aber eigentlich aus Nordrhein-Westfalen. Ich wollte was zu der konkret praktischen Seite dir sagen, weil durch moralische Appelle ist das ja nicht zu lösen. Und ich habe 2006 in NRW die Steinkohle-Kolloquium organisiert, weil die Bundestagsfraktion in der Landesgruppe NRW, bei der ich damals gearbeitet habe, gebeten hat, eine Position zum Steinkohlebergbau in NRW zu entwickeln. Und dabei habe ich gelernt, wie kompliziert das ist.
In NRW lehnt die Linke Gott sei Dank den Braunkohletagebau ab, im Gegensatz zu meinem neuen Landesverband. Und als ich diesen Prozess moderierte, habe ich am Anfang gedacht, das ist vollkommen klar, die Linke ist für die Schließung aller Steinkohlewerke. Ja. Dann haben wir unglaublich viel dabei gelernt. Das Erste, was wir gelernt haben, man kann diese Dinger zwar alle schließen, du musst aber über hunderte von Jahren noch Wasser abpumpen, weil sonst das gesamte Ruhrgebiet ein Binnensee ist. Das sind die sogenannten Ewigkeitskosten. Ein total schöner Begriff. Dann haben wir gelernt, dass es nicht nur die Zechen gibt, sondern dass die Ruhrkohlebildung der größte Ausbilder in Nordrhein-Westfalen ist, mit 5000 Ausbildungsplätzen. Dann haben wir gelernt, dass alle Bergbauzulieferer in NRW sitzen und die sind die modernsten der Welt, weil die unter ganz ungünstigen Bedingungen da die Steinkohle abbauen. Wir haben dann, insgesamt hatten wir dann eine Situation, 100.000 Arbeitsplätze sind am Steinkohlebergbau. Und da sind in der Situation gekommen, wo selbst gutwillige Kräfte, ich hätte am Anfang gewettet, dass alle gesagt haben, wir müssen alle Zechen zumachen, in eine ganz schwierige Situation kommen. Weil nämlich dann der Kreisverband Duisburg und der Kreisverband Recklinghausen, weil der linksradikale Kreisverbände, die für sofortige Ausstiege bei allen anderen Sachen sind, gesagt haben, unsere Zeche muss aber jetzt erhalten. Und daraufhin haben wir dann einen Beschluss, der einstimmig durch alle Fraktionen der damals sechsköpfigen Landesgruppe gelaufen ist, gesagt haben, wir machen einen Sockelbergbau, das heißt, zwei Zechen sollen bestehen bleiben. Damit diese Bergbauzulieferer da das ausprobieren können, aber die Kohle, die dort erzeugt wird, soll nicht verschrumpft werden, sondern mit Kohlechemie sowas anderes rauskommen. Das ist eine ziemliche Kompromisslösung, die versucht hat, in dieser Situation es allen recht zu machen. Der Kern, der dahinter steht, das scheint mir der Kern unserer Debatte zu sein, ist folgendes. Wir können das nicht in der Bundesrepublik Deutschland durchsetzen, dieses Ziel, Ressourcenverbrauch zu beschränken gegen die Mehrheit der Bevölkerung. Wir können uns dabei nicht nur stützen auf die grünen städtischen Mittelschichten, die meistens besser verdienen, und auf die Gutmenschen dieser Gesellschaft, sondern wir müssen in der Gesellschaft die Mehrheit organisieren. Und das geht einfach auch nur mit den Leuten, die arbeiten gehen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel, da habe ich mich unheimlich geärgert, diejenigen, die jetzt den Mindestlohn kriegen, die vorher für Untermindestlohn gearbeitet haben, können denen jeden Konsum, den sie jetzt haben, weil die mussten jahrelang da, und wenn sie jetzt neue Klamotten kaufen und schicke Sachen, dann finde ich das absolut angemessen. Und das in irgendeiner Form zu kritisieren, finde ich, kommen wir überhaupt nicht mit weiter. Das ist also gelaufen. Deswegen brauchen wir, finde ich, wenn wir so etwas fordern, gleichzeitig Infrastrukturmaßnahmen, was passiert mit den Leuten, die da arbeiten. Und keine Forderung nach Schließung irgendeiner Zeche kann ohne diese andere Form laufen. Also das heißt, wir kommen nur weiter über die grüne Variante in der roten Kartoffeln, das sind die Interessen. Im Sinne der intellektuellen Redlichkeit muss ich sagen, dass die Dinge, die du gerade kritisiert hast, auch von niemandem hier so gesagt wurden. Aber ja, das ist sozusagen. Also, ich kenne auch Materialien, wo das so gesagt wird. Gut. Ja. Okay. Rot, grün, braun, geige und gestreift. Okay, Michael Lauter, Leipzig und in der Landesarbeitsgemeinschaft Ökologie in Sachsen. Wir haben hier über Verzicht gesprochen. Ich bin sehr dafür, dass man das sicherlich mal sozusagen auch nochmal weiter diskutieren muss. Aber wenn, mit so einer Botschaft kann man die Gesellschaft nicht gehen. Da sind wir uns sicherlich einig. Was wir brauchen, ist sozusagen eine Geschichte, die die Leute auch mitnimmt auf einen solchen Weg. Da sind wir noch lange nicht dort. Also das würde mich mal in einem Workshop mal interessieren, zu sagen, okay, welche Geschichte kann man denn tatsächlich anbieten, wo uns Menschen folgen können? Das ist sozusagen eine Sache. Die zweite Sache ist, wir haben ja, ich will mal auf die Anfangssache, weil wir diskutieren ja wirklich in verschiedenen Ebenen. Wir haben da angefangen mit der These, auf einem endlichen Planeten ist kein unendliches Wachstum möglich. Ja, das ist ja so gewesen. Und ich habe da so ein Horrorszenario in mir. Also wir sind uns einig, Wachstum bei Solarenergie muss es geben. Ja, wir brauchen die Ablösung fossiler Rohstoffe durch Solarenergie. Jetzt ist überhaupt für mich die Frage, reichen die Rohstoffe, die wir heute auf der Welt haben, um weltweit diesen Umstieg zu machen? Ich weiß es nicht. Ja? Wenn die Rohstoffe reichen, dass wir sozusagen alles Solar produzieren können, dann ist auf einmal eine Wachstumsschranke weg. Nämlich wir haben unendlich viel Energie.
Sonnenenergie. Ja, Sonnenenergie, ist völlig egal. Was passiert denn mit dieser unendlichen Energie? Die wird sozusagen, wenn wir der Logik folgen, die wird ein unendliches Wachstum möglich machen. Vielleicht. Wir können Elemente produzieren, wir können neue Stoffe entwickeln, wenn die Energie dafür da ist. Also ich habe Sorge sozusagen, dass wir eine Grenze lösen, die uns ganz andere Dimensionen der Diskussion notwendig macht. Das wollte ich sozusagen nochmal zum Abschluss dieser Sache sagen. Eigentlich, also wenn es ungefähr ein halber Satz ist, aber dann habe ich kein großes Vertrauen da rein, dass es ein halber Satz bleibt. Deswegen das Wachstum, wie es die Natur macht, wenn es den Menschen nicht gäbe, das ist nämlich genau das Prinzip. Die Natur wächst im Frühjahr wie... Wachstum in die Natur, total evokativer Begriff. Ich will nur sagen, dass die deswegen wachsen kann, eigentlich ins Unendliche, weil sie alles zurückführt. Okay, wir haben verstanden. Genau. Dankeschön. Wobei, ich finde, die vermehrte Möglichkeit, regenerative Energien zu nutzen, die wirklich weniger problematisch sind und großes Potenzial haben, bieten das Potenzial, auf der Ebene der Stoffumsätze zu immer weniger Umsatz und Verbrauch zu kommen. Also da Techniken weiterzuentwickeln, also die vielleicht mehr Energie brauchen, aber eben dann mehr Recycling machen und weniger neue Stoffe verbrauchen. Ich glaube, dass der Punkt ist tatsächlich Schrumpfen und Wachsen gleichzeitig. Also bestimmte Sachen schrumpfen, zum Beispiel Braunkohle muss schrumpfen, andere Sachen auch. Andere Sachen sollen wachsen. Und im Prinzip ist das aber das, was wir auch wirtschaftspolitisch mit Zukunftsinvestitionsprogrammen, Ausweitung sozialer Dienstleistungen und so weiter ja real auch schon vorschlagen. Weil wenn man sich das anguckt, da haben wir schon drauf geachtet, also das, was da drin steht, wo investiert werden soll, da geht es um Energieeinsparung, Umstieg auf regenerative Energien, da geht es um Gebäudesanierung, energetische und so weiter und so weiter. Das sind die Schwerpunkte im stofflichen Bereich und im öffentlichen Verkehr und so weiter. Und es geht ansonsten um den Ausbau von sozialen und öffentlichen Dienstleistungen, wo auch teilweise ökologische Vorteile erzielt werden und gleichzeitig bringt es, sage ich mal, mehr Einkommen und mehr Bruttoinlandsprodukt. Wenn, sage ich als Beispiel, wenn du eine schöne Ganztagsschule hast, wo 1000 Kinder jeden Tag Mittagsverpflegung kriegen, dann ist das auch ökologisch günstiger, als wenn diese 1000 Kinder in ihren 600 Kleinfamilien zu Hause bekocht werden und die Leute vor allem im Auto noch einkaufen fahren. Ja? Und es bringt sozusagen Einkommen und damit schlägt sich das sozusagen im Bruttoinlandsprodukt als Wachstum nieder. Wir müssen einfach wir haben das Problem, dass wir irgendwie zu Effekten kommen, die wir uns ja nicht aussuchen können. Jetzt zu sagen, die Löhne sind eigentlich ein Problem, weil die Leute geben das aus. Ja, indirekt war ja ein bisschen wachsendes Einkommen, wachsende Löhne führt zu mehr Konsum, könnte ökologisch ein Problem sein. Wir haben ja in den letzten Jahrzehnten einen Prozess in Deutschland gehabt, wo die Löhne eigentlich geschrumpft worden sind oder Zurückhaltung stattgefunden hat. Das führt aber nicht zu irgendwas ökologisch Positivem, sondern zu ökonomischen Krisenprozessen und internationalen Verwerfungen und was nicht alles. Also es hat schon alles mit Kapitalismus zu tun. Und ich wollte nochmal auf diese Finanzgeschichte, ich finde es ein Forscher durchaus diskussionswürdig, den Hans gemacht hat, ja, mit diese Ökobesteuerung sozusagen umzuverteilen. Man muss sich nur über Folgendes klar sein, wenn ich es richtig überschlagen habe, sind das dann 60 Milliarden Euro, Pi mal Daumen im Jahr, die auf diese Weise umverteilt werden aus den Ökosteuern. Diese Einnahmen gibt es aber jetzt schon, das heißt, die fallen dann weg, die kann man nicht für was anderes ausgeben. Man muss also zusätzlich zu den 180 Milliarden, die wir im Steuerprogramm sowieso schon drin haben, als Einnahmen und als Ausgaben, nochmal weitere 60 Milliarden einnehmen. Man ist dann bald auf einem Niveau, wo wir sozusagen die Steuereinnahmen insgesamt um 50% erhöhen wollen. Das ist nicht ganz so einfach, ja? Weil dann nämlich nicht nur die Reichen zur Kasse gebeten werden können. Und wir müssen, glaube ich, sehr im Detail dann weiter diskutieren, aber Schrumpfen und Wachsen ist, glaube ich, der Punkt. Ich glaube, alle haben mittlerweile von Schrumpfen und Wachsen geredet. Ich finde, wer das mittlerweile sagt, muss dann auch relativ konkret werden, was wachsen und was schrumpfen und wie. Weil das mittlerweile haben alle sozusagen gesagt, das ist die Sache sozusagen grundsätzlich. Okay, jetzt habe ich gesagt, es gab noch 4 Meldungen, ich sage die jetzt und heute danach meldet sich niemand mehr und alle sind frustriert. Es war 1, 2, 3 und 4. Das ist dann. Der Rest kann im Hof weiter diskutieren und wir wollen auch noch ein oder zwei Halbsätze sagen. Hajo Schulle, Strunge, Kreisverband Bonn. Ich mache noch im Moser Luxemburg Club in Bonn mit. Ja, ich finde, also unheimlich viel richtige, tolle Sachen sind hier gesagt worden. Wenn ich an Autoverkehr denke, Schrumpfung des Autoverkehrs, Verkaufen von, oder sagen wir mal, Carsharing-Modelle und 82% wollen ja auf den Autoverkehr verzichten, statistikmäßig, oder hoffen darauf zu verzichten. Ich
beispielsweise alleine bei dieser Geschichte denke ich mir, wenn man an Autoverkehr rangeht, das ist so ungefähr so, wie wenn man in den USA an privaten Waffenbesitz rangeht. Wenn man hier in den USA, in der Bundesrepublik an den Autoverkehr rangehen will. Wie will man das tun? Wie will die Linke das schaffen? Oder wir sind dann wieder bei 0,3%. Da war ich mal in einer Partei vor 25 Jahren drin. Die hatte alle 4 Jahre diese Prozentzahl. Das dürfen wir raten. Ja. Eine andere Geschichte ist die Flüchtlingswelle aus Afrika. Wie soll ich meinen Leuten erzählen, meinen Kollegen, vor allen Dingen, ich arbeite im Kinderheim, meinen Kolleginnen vor allen Dingen, also wenn diese Leute flüchten, die haben mit ihrem Leben abgeschlossen, die sagen, wir gehen, und das muss man wörtlich nehmen, die Leute gehen aus Afrika weg, und wenn wir sterben, dann sterben wir eben. Und das ist nicht so dahergeredet von diesen Leuten, die haben wirklich mit ihrem Leben abgeschlossen. Und wenn ich sage, wenn die Leute sagen, ja, die sollen ja da bleiben, ja, okay, dann muss man aber für ein Päckchen Kaffee 30 Euro zahlen, dann müsst ihr für ein Kilo Bananen vielleicht 10 Euro zahlen. Wie soll ich das Leuten vermitteln? Das frage ich mich. Das sind wichtige Fragen. Ja, die drei Streifen, weiße Streifen. Persönlich bin ich immer gerade der Unterdifferenzialer jetzt aus Sachsen. Bitte lauter, deutlicher. Ja. Eberhard Holt aus Sachsen. Ich möchte zunächst mal allen danken, die sich so zahlreich Gedanken machen. Ihr habt gute Vorarbeit geleistet, aber ist euch eigentlich aufgefallen, vor einem Monat habt ihr eine Sektparty verpasst? Was? Eine Sekt-AG? Und zwar, ich hoffe, der Axel schießt jetzt hoch, ja, und kontert. Die Zentralbank hat begonnen, neues Geld in den kapitalistischen Geldkreislauf einzuspeisen, wie er schon erst erwähnte. Aber das sind keine Kredite innerhalb des Systems, wie die Finanzderivate und die Steuergelder, die jetzt als Kredit ausgereicht wurden, Abtragprämie und was noch alles. Das sind frisch eingespeiste Gelder, um die insgesamt den Geldkreislauf von der Menge her erhöhen. Ich habe im Internet im März irgendwo gelesen, was Handelsblatt oder was, Herr Aeus will klagen gegen die drohende Inflationsgefahr. Die EZB in dem Falle, die US-Zentralbank schon länger, die hat einen Hammer gegen den Wachstumsmotor geworfen, indem sie die Inflation hochscheuchen. Damit werden die Kapitalströme entwertet. Also das heißt, das Geld der Investoren. Und damit wird eigentlich ein Niedergang eingeläutet. Wie schnell der geht, kann ich nicht sagen. Ich bin kein Prophet. Und der wäre zu diskutieren, und dann haben wir mächtig Löcher. Und damit wird aber das Wachstum abgewürgt. Ja, das ist vielleicht ein Punkt, der jetzt wirklich ein sehr großes anderes Fass aufmacht. Und das würde ich jetzt einfach am Ende jetzt nicht nochmal aufmachen. Wenn man den Buchtitel erwähnt, dann ist der Beginnsbuchtitel, okay, sich so das. Die Entwertung der Welt oder sowas hier, oder die große Entwertung, solche Buchtitel kursieren da. Okay, aber sozusagen diese ganze Geldfrage, ich glaube, ich muss das ein andermal, Geld, Wirtschaft und Wachstumsmotor, das führt ein bisschen weit. Ihr wisst, wer ihr seid, die zwei letzten Meldungen. Ja, mein Name ist Andreas Will, ich arbeite an der Uni Cottbus im Bereich Klimaforschung, hätte viele Anmerkungen zu Ihrem Eingangstitel, ich lasse es ein. Ich würde mich lieber anders einführen. Ich habe dieses Plakat da gemacht, was da hängt. Hat mich sehr gefreut, das hier zu sehen. Komme also eigentlich aus den sozialen Bewegungen und bin ganz überzeugt, dass die Zukunft wird eigentlich von den sozialen Bewegungen gestaltet. Insbesondere in der Bundesrepublik Deutschland. Ich will die jetzt nicht alle aufzählen, aber die Innovation, die in die Gesellschaft hineinkam, kam aus den sozialen Bewegungen. Und eigentlich muss man insbesondere da hinschauen, um als Partei die Zukunft für sich zu gewinnen. Also ich glaube auch nicht, dass der Wachstumsbegriff der zentrale Begriff ist, sondern es ist mehr der Begriff des Fortschritts. Und da kommt es entscheidend auf die Qualität des Fortschritts an und nicht nur auf den Fortschritt an sich. Und nicht nur auf das Wachstum an sich. Das ist ein Containerbegriff. Das ist, lohnt sich eigentlich nicht, den intensiv zu diskutieren. Man landet am Ende immer beim Bruttoinlandsprodukt. Da kommen wir nicht dran. Was ich eigentlich sagen wollte ist, Zukunft gewinnen heißt für mich auch konkret. Was passiert in Brandenburg? Was macht die Linke in Brandenburg? Die Linke streicht das Geld für die Uni 20 Jahre lang.
Also die Linke hat das mitgemacht, also da wird sozusagen die Innovation wird da runtergefahren. Gleichzeitig werden viele innovative Projekte greifen nicht und am Ende fällt einem nichts mehr ein, als den Tagebau bis 2070 fortzuführen. Ich glaube, wir hatten im Holozän das Bronzezeitalter, das Eisenzeitalter. Und jetzt hatten wir das fossile Zeitalter und nun müssen wir zum nächsten Zeitalter kommen. Also, nochmal Manfred Göbel aus Krefeld. Ich war über 20 Jahre, fast 30 Jahre im Bereich Drucksachenberatung als Verkäufer unterwegs und kenne von daher so ein bisschen das Hamsterrad, von dem hier gesprochen worden ist, der unnötigen Ressourcen, die bei der ganzen Akquisetätigkeit und all dem verbraucht werden. Aber auf der anderen Seite, es steckt auch ein Stück Wettbewerb darin. Wie bekomme ich, wenn ich das nicht mehr habe, wenn ich diese Konkurrenz ausschalte, wie bekomme ich dann den Wettbewerb organisiert? Wie bekomme ich den Wettbewerb um niedrigere Kosten, um den jeder kämpft? Wie bekomme ich den Wettbewerb um bessere Qualität oder um bessere Höherwertigkeit der Produkte? Ich weiß, dass die Produkte nicht immer eine bessere Qualität behalten. Das haben wir besprochen, dass also das Eingebaute kaputt geht. Aber Produkte werden auf jeden Fall höherwertig. Und wie kriege ich das organisiert, wenn ich den Wettbewerb, also wenn ich die Konkurrenz ausschalte? Okay, Kolleginnen, Kollegen, Genossinnen und Genossen, überraschenderweise haben wir jetzt das Wachstumsdilemma der Linken nicht ganz aufgelöst. In diesen zwei Stunden, das ist natürlich schade. Ich wollte einfach noch ein paar ganz kleine Sachen sagen. Erstens, ich hoffe, ihr habt euch in diese Liste eingetragen, die wir nicht veröffentlichen, sondern die wir für unsere FinanziererInnen in den Bundesministerien brauchen. Zweitens wollte ich darauf verweisen, wir haben eine Publikation, die liegt leider nicht mehr in Print vor, die heißt Mehr oder Weniger. Die haben wir, genau wie der Workshop, die haben wir für den Degrowth-Kongress letztes Jahr produziert. Da ist sozusagen eine feministisch wachstumskritische Position, eine radikale ökologische, da ist eine von Norbert Reuter aus den Gewerkschaften dabei. Da haben wir ein bisschen versucht, die verschiedenen Perspektiven abzubilden, nicht jetzt unbedingt alle irgendwie aufzulösen, sondern zu sagen, ne, das sind so die verschiedenen Pole, die von links zur Wachstumsdebatte existieren. Kann ich empfehlen. Wir werden auch mit der Kollegin Frauke eine Broschüre später im Jahr rausbringen zum Thema: Was ist oder was ist nicht die Macht der einzelnen Konsumentin, des einzelnen Konsumenten? Sozusagen diese Lebensstil- und Kulturfragen werden wir aufnehmen. Ich habe gerade noch gehört, 15.000 reelle, also nicht Pressezahl, BCE-Verdi-Demo pro Braunkohle. Im Rheinland 6.000, das sind die Veranstalterzahlen. Das ist einfach die Realität der Debatte gerade. Ich sage es jetzt gar nicht, um irgendwas vorzuwerfen, so sind die Zahlen momentan. Und wir können ja auch sozusagen verstehen, warum die Leute für die Verteidigung ihrer Reviere kämpfen. Das hat ja Heinz nochmal klar gemacht. Aber ich glaube, da ist wirklich ein Punkt, wo wir als Linke, die in Brandenburg auch in der Regierungsverantwortung sind, was machen können und machen müssen. Da würde ich wirklich als jemand, der nicht in der Partei ist, die Partei in die Pflicht nehmen. Weil sozusagen wir radikalen Ökos haben immer nur einen bestimmten Bereich, den wir da bespielen können. Und das wissen wir auch. Okay, als letztes ich wollte Hans noch das Schlusswort überlassen, aber ansonsten ich danke euch allen für diese wundergute Diskussion, auch für den Respekt, den wir einander gezeigt haben und hoffentlich wird die Diskussion weitergeführt. Danke.